Ich begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich zu unserem Webinar am Tag der Provenienzforschung, zu Provenienzforschung und Kooperationen mit Kamerun. Ich begrüße insbesondere auch alle Referentinnen und Referenten und die zahlreichen Gäste, Kolleginnen und Kollegen, Förderer und Unterstützer des Museums Rietberg, Interessierte aus Kultur, Politik und Gesellschaft. Wir freuen uns über den großen Zulauf und hoffen auf sehr spannende Beiträge und eine rege Diskussion. Uns liegt viel am Austausch. Das ist das Anliegen der Kooperation und der kooperativen Forschung. In diesem Sinne bringen Sie sich ein mit Fragen und Anliegen. Ich habe die Aufgabe, Ihnen einige Worte zur Technik zu sagen. Zuerst einmal hoffen wir sehr, dass die Technik und die internationalen Verbindungen reibungslos funktionieren werden und bitten um Verständnis, falls es zu Verzögerungen oder Schwierigkeiten kommen würde. Damit Sie das volle Programm genießen können, wählen Sie bitte die Sprache Ihrer Wahl. Wir haben eine vollständige Simultandolmetschung organisiert. Sie finden den Verdolmetschungsknopf, wenn Sie an einem Computer sind, als ein Globuszeichen. Wenn Sie via Smartphone zugeschaltet sind, über die Bedienungselemente. Pour profiter de l'intégralité du programme, veuillez sélectionner la langue de votre choix. Nous avons Es gibt einen organisé. Verdolmetschungsknopf, wie ich sagte. Da können Sie dann ebenfalls die Sprache einstellen. Und wenn Sie ein Smartphone haben, dann bitte über die Bedienungselemente oder am Computer mit dem Globuszeichen. Da gibt es jeweils die deutsche oder französische Sprachversion. Für Fragen bitten wir Sie, die Funktion der Fragen und Antworten zu verwenden. Wir werden diese aufgreifen und in die Diskussion einbringen. Bevor ich das Wort für die offizielle Begrüßung unserer Direktorin übergebe, möchte ich sehr gerne zwei Dankesworte aussprechen. Erstens dem Team im Hintergrund, Caroline Dölle und Luisa Wellbergen von unserer Eventabteilung, die die ganze Organisation und vor allem die Technik und die Übersetzungen aufgegleist haben. Vielen Dank. Und zweitens meine Kollegin Michaela Oberhofer. Sie hat viele ihrer Kontakte mobilisiert, kreativ die Ideen umgesetzt und das Programm mit zu dem gemacht, wie wir es Ihnen hier heute präsentieren dürfen. Ich übergebe das Wort damit unserer Direktorin Annette Bagatti. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Esther Tieser. Sehr geehrter Herr Direktor des Nationalmuseums, Dr. Hugues Eymen, sowie Herr Direktor des Palastmuseums, Arunan Joya. Sehr geehrter Herr Professor Mohamed Aber, Herr Professor Albert Guafu und Herr Dr. Idrissou Njoya. Sehr geehrter Herr Dr. Lely, liebe Referentinnen und Referenten, liebe Kuratorinnen, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Museums Rietberg. Als Direktorin des Museums Rietberg begrüße auch ich Sie alle sehr herzlich zu unserer Online-Tagung Provenienzforschung und Kooperation mit Kamerun anlässlich des Tages der Provenienzforschung. Für alle, die uns noch nicht so gut kennen, kurz ein paar Worte zum Museum selbst. Das Museum Rietberg zählt zu den größten Kunstmuseen der Schweiz. Es wurde 1952 gegründet und geht auf die Sammlungen des deutsch-schweizerischen Bankiers Eduard von der Heydt zurück. Als Gründungsdirektor vertrat von der Heydt die Idee der Ars Una, die Idee von der Einzigartigkeit und der gleichzeitigen Universalität von Kunst. Die Sammlungs- und Ausstellungspolitik des Museums spiegeln diesen breiten Ansatz wider. In seinen Programmen widmet sich das Museum Rietberg der Kunst und den Kunstgeschichten der traditionellen wie auch der zeitgenössischen Kulturen Asiens, Afrikas, Amerikas und Ozeaniens. Bei der Erschließung der Sammlung kommt dabei der Erforschung der Herkunfts- und Erwerbsgeschichte ein ganz besonderer Stellenwert zu. Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt, 2008, wurde eine eigene Stelle zur Provenienzforschung eingerichtet. Zunächst, um die Sammlungen im Kontext der NS-Vergangenheit zu untersuchen, bald jedoch, um in Forschungs- und Ausstellungsprojekten Fragen der kolonialen Vergangenheit und des Kunsthandels in den Blick zu nehmen. Wie das Thema der heutigen Tagung bereits andeutet,
spielt dabei die Zusammenarbeit mit Expertinnen und Experten aus den Herkunftsregionen eine zentrale Rolle. Kooperationsprojekte am Museum Rildberg haben eine lange Tradition. Aktuell laufen Projekte mit Partnern und Partnerinnen der Elfenbeinküste, Honduras, Indien und der Mongolei. Die vertrauensvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit mit Kamerun wurde über 12 Jahre lang entwickelt. Es ist ein ganz großes Privileg und eine wirklich einzigartige Möglichkeit, die Kunst Kameruns und die Herkunft der Werke im Austausch und in enger Zusammenarbeit zu erforschen. Und diese Tagung wird Ihnen hoffentlich einen kleinen Eindruck von der Bedeutung dieser Zusammenarbeit für unser Museum vermitteln. Um derartige Kooperationsprojekte über die Distanz hinweg durchzuführen und sie vor allem nachhaltig und für alle Seiten fruchtbar zu gestalten, waren und sind Drittmittel und Unterstützung wesentlich. Für die großzügige und für die langjährige Unterstützung der Zusammenarbeit mit Kamerun bin ich dem Bundesamt für Kultur zu großem Dank verpflichtet. Ebenso danke ich der Schweizer Botschaft in Kamerun sowie privaten Sponsoren, insbesondere Emil Scheriger und Jörg Plattner. Weiterhin möchte ich an dieser Stelle sehr herzlich Esther Thieser-Frankinie und Michaela Oberhofer vom Museum Rildberg für die Initiative und Organisation des Webinars danken. Weiterhin den Referentinnen und Referenten, auf deren Beiträge ich mich sehr freue. Ihnen allen wünsche ich einen angeregten und spannenden Tag. Herzlichen Dank. Ja, danke schön, Katinka. Es ist auch mir eine sehr große Freude, Sie heute zu dieser Tagung begrüßen zu dürfen. Eigentlich wollten wir die Tagung in Zürich durchführen, doch nun treffen wir uns im virtuellen Raum. Die Vortragenden sind dabei aus Kamerun, Marokko, Deutschland und der Schweiz zugeschaltet. Das Programm der Konferenz bringt dabei zwei verschiedene Themen, die ansonsten immer getrennt diskutiert werden, zusammen. Zum einen kollaborative Provenienzforschung und zum anderen Museumskooperation. Der erste Block heute Vormittag dauert mit einer kleinen Kaffeepause von 10.30 Uhr bis 13 Uhr. Dabei freue ich mich besonders auf die Preview des Kurzfilmes zu unserem Kooperationsprojekt. Der zweite Block beginnt dann um 14.20 Uhr und geht ebenfalls mit Pausen bis 17 Uhr. Als Gäste möchte ich sehr herzlich den neuen Direktor des Nationalmuseums in Yaoundé begrüßen, Dr. Hugues Hillemaine, den Direktor des Palastmuseums, Monsieur Aruna Njoya, Professor Albert Guaffe von der Universität Jiang sowie Professor Mahamat Abba, mit dem wir letztes Mal eng zusammengearbeitet hat und der mittlerweile in Rabat für die Organisation der Islamischen Welt arbeitet. Last but not least ist dann noch Sa Majesté Dr. Idrissou Njoya vom Institut des Beaux-Arts in Fumban, den ich bereits bei meinem ersten Aufenthalt 2015 kennen und schätzen gelernt habe. Hinzu kommen Isabella Boja und Bianca Baumann aus Braunschweig bzw. Hannover sowie die Filmemacherin Melanie Gärtner, die uns aus Frankfurt zugeschaltet ist. Besonders freue ich mich auf die Beiträge des Restauratorenteams, darunter die beiden Dozenten der Haute École Arc in Neuchâtel, Valentin Boissonnat und Thierry Jacot, die zusammen mit unserem eigenen Restaurator Martin Ledergerber die Workshops mitkonzipiert und durchgeführt haben. Ganz herzlich möchte ich mich dabei bei den vier Studierenden bedanken, Alice Gerber, Clara Lebey, Nicolas Moret und Emeline Perret-Gentil, die beim letzten Mal mit großem Engagement wochenlang mit den Kollegen vor Ort zusammengearbeitet haben. Am Schluss möchte ich auch all den Teilnehmerinnen der Workshops in Kamerun und vor allem den Mitarbeitenden des Palastmuseums danken. Stellvertretend für alle anderen sei hier Nji, Umaru und Jare genannt. Mit einem großen Dank für die immer wieder tolle und bereichernde Zusammenarbeit übergebe ich nun das Wort wieder an Esther Thieser. Vielen Dank. Ich führe Sie nun kurz ein in den Tag der Provenienzforschung. Schauen wir mal, ob hier
2019 wurde der Tag der Provenienzforschung ins Leben gerufen, um auf die gesellschaftliche und wissenschaftliche Relevanz der Provenienzforschung international aufmerksam zu machen und die vielfältigen Fragestellungen und Methoden dieses Forschungsbereichs einem breiten Publikum zu vermitteln. Beteiligte Museen, Vereine, Archive, Bibliotheken, Universitäten und Stiftungen bieten Führungen, Präsentationen, Talks oder eben neu auch Webinare an. Es ist einigen Mitgliedern des seit dem Jahr 2000 existierenden Arbeitskreis Provenienzforschung zu verdanken, dass dieser Aktionstag zustande gekommen ist und heute rund 120 Veranstaltungen in den USA, Österreich, Großbritannien, Deutschland und in der Schweiz stattfinden. Provenienzforschung ist von gesellschaftlicher Relevanz. Die Fragen, die wir an die Sammlungsgeschichte stellen, zu Erwerbsformen, zu gewaltvollen, asymmetrischen oder friedlichen Begegnungen und Beziehungen. Es gilt, diese in der heutigen Zeit der Digitalisierung und Globalisierung in den Vordergrund zu rücken. Der Blick in die Geschichte kann sehr produktiv für die zukünftige Gesellschaftsordnung wirken. Nachdem wir 2019 eine Führung in der Sammlungsintervention, die Frage der Provenienz, Einblicke in die Sammlungsgeschichte angeboten haben, 2020 unsere Veranstaltung wegen der Pandemie absagen mussten, haben wir das Thema des letzten Jahres wieder aufgegriffen, direkt auf einen digitalen Austausch gesetzt und das Ganze nochmals weitergedacht und die Museumslandschaft und Forschung in Kamerun, in der Schweiz und in Deutschland vielfältig mit einbezogen. Ich würde gerne hier mit meiner Präsentation die weiterklicken, aber das funktioniert jetzt leider nicht. Ich fahre weiter. Das Webinar Provenienzforschung und Kooperation versteht sich als ein Beitrag zur Dekolonisierung. Eine Aufarbeitung der Geschichte, insbesondere auch wenn sie gemeinsam erfolgt und diskutiert wird, im Sinne einer integrierten Geschichte, trägt dazu bei, multiperspektivisch zu arbeiten. Die Provenienzforschung am Museum Riedberg entwickelt sich damit weiter und fokussiert zunehmend auch lokale Handels- und Sammelpraktiken, das heißt solche im Herkunftsland der Objekte. Es interessiert also nicht nur der westliche Kunstmarkt, respektive westliche Sammeltraditionen und Rezeptionskontexte, sondern es stehen insbesondere auch Erwerbsvorgänge im Herkunftsland, teilweise in kolonialen Kontexten, im Vordergrund der aktuellen Forschung und des öffentlichen Interesses. Da braucht es regionale Expertise, ein gutes Netzwerk, Kooperationen und Forschungsgelder. Dieses Webinar ist die Fortführung eines Dialoges, den wir dank unseres langjährigen Kooperationsprojektes 2019 begonnen haben, pandemiebedingt aber unterbrechen mussten. Im Bereich Kamerun stehen wir deshalb, und ich spreche hier nur für das Museum Riedberg, noch am Anfang der Kooperation im Bereich der Erforschung der Sammlungsgeschichte. 2019 konnte ich erste Archive besichtigen, die Museumslandschaft kennenlernen und auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sprechen. Wenn heute in der aktuellen Zeit die Auswirkungen von Imperialismus und Kolonialismus im Vordergrund von gesellschaftlichen Fragen stehen, dann geht es auch um Wiedergutmachung und um Rückgaben und Restitution. Benedikt Savoy hat ihrem neuesten und sehr lesenswerten Buch die Geschichte der Restitutionsforderungen der 1970er und 1980er Jahren für die Debatte gewinnbringend analysiert. ICOM hatte 1986 erstmals die ethischen Richtlinien verabschiedet. In Paragraph 6.2 und 6.3 ist der minimale Standard der internationalen Museumspolitik für alle ICOM-Mitglieder festgeschrieben. Dabei steht der Dialog im Zentrum, der kollegiale Austausch und weniger die Kulturdiplomatie. Aus mehr als 20 Jahren Erfahrung mit den sogenannten Washingtoner Richtlinien zur nationalsozialistischen Raubkunst weiß man um die Komplexität von rechtlichen Verfahren. Tut mir
mir leid, ich versuche hier noch mich durchzuklicken. Ja, jetzt funktioniert es. Das war die Folie zum Tag der Provenienzforschung. Genau, das sind die ICOM-Punkte 6.2, 6.3. Und dann kann ich Ihnen noch die letzte Folie vorführen. Hier sehen Sie vier Ausstellungsansichten, anhand derer Sie auch die Entwicklung der Provenienzforschung und der Vermittlung der Ergebnisse nachvollziehen können. Forschung zum Gründungssammler Eduard von der Heydt mit vier entschädigten Werken der chinesischen Kunst im Rahmen der erwähnten Washingtoner Prinzipien zu NS-Raubkunst. Eine Mini-Ausstellung zum jüdischen Kunsthändler Alfred Flechtheim, der in den 1920er Jahren auch die Kunst Ozeaniens, Afrikas und Amerikas gefördert hatte. Dada Afrika, Einblicke in die so wichtige Geschichte der Auseinandersetzung mit der künstlerischen europäischen Avantgarde, mit der Kunst Außereuropas und schließlich die Frage der Provenienz, in der wir 2018 auch die Benin-Debatte diskutiert haben. Das war der Anfang der Benin-Initiative Schweiz, die wir letztes Jahr mit Michaela Oberhofer und anderen 7 Museen initiiert haben. Mit Mitteln des Bundesamtes für Kultur können wir Mitte dieses Jahres ein kollaboratives Provenienzforschungsprojekt starten, auf das wir sehr gespannt sind. Nun übergebe ich das Wort Michaela. Also, jetzt versuche ich meinen Bildschirm zu starten. Sieht das jeder? Ja, jetzt ist gut, ne? Der Bericht, den Benedikt Savoir und Felwine Saar im Auftrag des französischen Präsidenten Macron 2018 verfasst haben, hat international hohe Wellen geschlagen. Besonders ihre Forderungen der Rückgabe von in der Kolonialzeit erworbenen Sammlungen und der Umkehr der Beweislast wurden heftig diskutiert. Weniger beachtet wurde dabei ihr Appell für eine neue Ethik der Beziehungen zwischen Afrika und Europa. Mit diesen Forderungen knüpfen Saar und Savoir an ältere Positionen der kritischen Museologie an, die kritisch nach der Repräsentation, Partizipation und Mitbestimmung fragt. Seit den 1990er Jahren verstehen sich immer mehr Museen mit Sammlungen aus Afrika im Sinne von James Clifford als Kontaktzonen und streben einen Dialog und eine Partnerschaft auf Augenhöhe mit den Ursprungsgesellschaften an. Dieses Umdenken von Bernadette Lynch als participatory turn beschrieben, führt dazu, dass sich immer mehr westliche Kulturinstitutionen für eine Zusammenarbeit mit afrikanischen Museen engagieren. Das globale Interesse an Kooperationen fiel in vielen Ländern Afrikas mit lokalen und nationalen Prozessen der Patrimonialisierung zusammen, das heißt der Rückbesinnung auf das eigene kulturelle Erbe. Das trifft auch auf Kamerun und seine aufstrebende Museumslandschaft zu. In den letzten 15 Jahren gab es in Kamerun eine Welle von Museumsneugründungen, sei es auf regionaler Ebene, wie die gezeigten Beispiele hier, oder eben in Form des neuen Nationalmuseums, das noch von Monsieur Eumann vorgestellt wird. Daneben existieren in Fumban 2 Museen, deren Anfänge bereits weiter zurückreichen, das heißt in die 20er Jahre, ein einzigartiger Umstand in Afrikas Museumslandschaft. Dabei handelt es sich zum einen um das Höfische Palastmuseum, das heutige Nouveau Musée du Palais des Rois Bamoum, und zum anderen um das Musée National des Arts et Traditions de Bamoum. Zu den Hintergründen dieser beiden ungewöhnlichen Museen erfahren Sie heute mehr im Verlauf des Tages. Viele der Kameruner Museen kämpfen mit finanziellen und organisatorischen Schwierigkeiten, da es an privaten und öffentlichen Mitteln im Kulturbereich mangelt. Zudem sind viele Objekte durch Klima, Staub und Insekten bedroht und bedürfen konservatorischer Maßnahmen. Vor diesem Hintergrund sind internationale Kooperationen umso wichtiger. Seit 2009 existiert ein Kooperationsprojekt zur Konservierung und Restaurierung zwischen dem Palastmuseum in Fumban und unserem Museum. Zum einen sind wir durch eine kleine Sammlung mit Kamerun verbunden, wie es der Teaser noch ausführen wird. Zum anderen fand 2008 die vielbeachtete Ausstellung Kamerun – Kunst der Könige statt. Der damalige Kurator Lorenz Homberger
der hier herzlich gegrüßt sei, initiierte im Anschluss an die Ausstellung das gemeinsame Projekt mit FUMBAN. Für mich war es eine große Freude, als ich am Museum Riedbach anfing, das Projekt fortzuführen, da ich bereits am Ethnologischen Museum in Berlin Ausstellungen und Publikationen zur Geschichte und Kunst des Königtums bei Mum realisiert hatte. Zusammen mit Uma Ruhn-Schare, dem damaligen Direktor des Museums und heutigen Kulturbeauftragten des Palastes, entwickelten wir das neue Format unserer gemeinsamen Zusammenarbeit. Seither fanden 2017 und 2019 Workshops in FUMBAN statt, in denen der Austausch von Wissen und Capacity-Bildung im Vordergrund standen. Dabei arbeiten Museumsleute, Experten und Studierende aus beiden Ländern Hand in Hand. Im Sinne einer Dekolonisierung des Wissens stehen dabei unsere westlichen Konzepte, Begriffe und Techniken immer wieder auf dem Prüfstand. Was ein Museum ausmacht oder wie eine Restaurierung vorzunehmen ist, werden dabei immer wieder hinterfragt und den lokalen Anforderungen, Wissensformen und ästhetischen Kriterien angepasst. Diesen partizipativen, integrativen Ansatz verfolgen wir auch in anderen Projekten an unserem Museum. In einem zusammen mit der Universität Zürich durchgeführten Forschungsprojekt geht es zum Beispiel um den deutschen Kunstethnologen Hans Himmelheber und seine Bedeutung für die Kunst Afrikas. Die komplexe Wissensproduktion rund um sein Archiv wollen wir dabei nicht nur aus kuratorischer bzw. westlicher Sicht erforschen. Für die Ausstellung Fiktion Kongo zum Beispiel haben wir deshalb mit Künstlerinnen und Künstlern aus dem Kongo und der Diaspora zusammengearbeitet. Auf Basis der Fotos, Objekte und Texte, die Hans Himmelheber von seiner Reise 1938-39 aus dem Kongo mitbrachte, entstanden so zeitgenössische Kunstwerke, die sich kritisch mit dem Archiv von Himmelheber und der europäischen Sammelpraxis in der Kolonialzeit auseinandersetzen. Es freut mich sehr, dass es heute jedoch um die Forschung und Kooperation mit Kamerun gehen wird. Bevor wir zu den spannenden Beiträgen aus Kamerun, Deutschland und der Schweiz kommen werden, möchte ich Thomas Lely vorstellen, der uns heute durchs Programm führen wird. Thomas Lely war bis vor kurzem stellvertretender Direktor des Völkerkundemuseums der Universität Zürich und hat im November 2017 ebenfalls hier in Zürich eine internationale Konferenz zur Museumskooperation zwischen Afrika und Europa organisiert, die später in den ersten umfassenden Sammelband zu diesem Thema mündete. Es freut mich besonders, dass du, Thomas, dich mit deiner langjährigen Erfahrung als Chair für unsere Konferenz zur Verfügung gestellt hast. Und hiermit darf ich dir das Wort übergeben. Ja, vielen Dank, Michaela Oberhofen. Guten Morgen an alle Teilnehmenden, alle Zuhörenden und Zuschauenden, die sich unterdessen auch eingewählt haben. Bonjour à toutes et tous. Es ist selbstverständlich schade, dass wir uns heute nur im virtuellen Raum treffen können, was aber dafür den Vorteil hat, dass man keine großen Reisen unternehmen muss. Ich bin sicher, dass wir ohne größere technische Hiccups durch den Tag kommen werden und falls nicht, bitten wir alle um etwas Nachsicht. Es ist ja doch so, dass alles Unvorgesehene den Tag dann umso spannender machen wird. Ich werde Sie nun also heute durch die zwei Panels führen. Das eine am Vormittag, das andere am Nachmittag mit je unterschiedlichem Fokus und zum Schluss noch durch die Abschlussdiskussion. Das erste Panel heute Morgen beschäftigt sich mit Perspektiven auf die Sammlungs- und Museumsgeschichte in Kamerun und in Europa und um kooperative Provenienzforschung. La première contribution de cet atelier nous vient du côté de Dr. Hugues Heumann. Der erste Beitrag hierzu kommt von Herrn Hugues Heumann-Schanne als Direktor des Nationalmuseums von Kamerun. Herr Heumann ist darüber hinaus Forscher und Dozent an der Universität Maroua in Kamerun. Er wird heute über die Geschichte des Nationalmuseums von Kamerun sprechen und über die neuen Perspektiven im Bereich der internationalen Zusammenarbeit. Herr Ömen, es ist eine große Freude für uns, Sie hier begrüßen heißen zu können, was wir hiermit herzlich tun. Und ich möchte Ihnen nun das Wort und den Bildschirm sofort übergeben. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung zu dieser Veranstaltung, zu diesem Seminar zum Thema Provenienz. Es geht um
die internationale Zusammenarbeit. Es geht um die neuen Perspektiven. Und ich möchte etwas sagen über die Geschichte des Nationalmuseums in diesem Zusammenhang. Das heißt, ich betrachte zum einen den Kontext der Entstehung von Museen in Afrika und dann aber auch ganz speziell die Entstehung unseres Museums. Die Museen stehen ja sozusagen als Denkmale auch für die Geschichte des Landes. Das, wie viele, eine Kolonie war und insofern ja auch konfrontiert war damit, dass ein großer Teil der Kultur aus den Ländern der Kolonialherren in die Kolonien getragen wurde. Die Museen waren quasi Vektoren oder die Vehikel. In diesem Zusammenhang muss man also die Entstehung von Museen in Afrika insgesamt sehen. Das ist ein Thema gewesen, das auch die Museologie des 19. Jahrhunderts verstärkt betrachtet hat. Das Ganze manifestiert sich in den Museen des Kontinents, wie insbesondere natürlich auch in den Nationalmuseen. Und wir betrachten insofern unser Nationalmuseum als ein Beispiel. Es ist in einem historischen Denkmal zu Hause, dem ehemaligen Präsidentenpalast, der dann nach der Unabhängigkeit des Landes erweitert wurde nach 1960, dann umgewidmet wurde in ein Nationalmuseum 1988, um dann der Ausstellung des Nationalmuseums zu dienen ab 2001. Also seit der Widmung des Gebäudes als Nationalmuseum über die Präsentation der Ausstellung des Nationalmuseums wurde versucht, sich dieser Geschichte des Landes und der Museen im Kontext des Kolonialismus zu widmen. Es gibt seit dem 30. April des Jahres 2001 eine Regierungsverordnung, ein Dekret über die Organisation und Funktion des Nationalmuseums, in dem das exakt festgeschrieben ist, wozu ein solches Museum dienen soll. Und das Ganze mündete dann in einem historischen Prozess gesehen in die offizielle Eröffnung des Museums am 15. Januar 2015. Es ist also damit ein eigener Ort der Geschichte genutzt bzw. geschaffen worden, der einen Rahmen darstellen soll für die Erhaltung, die Darstellung oder Ausstellung, die Bewahrung und Förderung des nationalen Kulturerbes. Sie sehen hier ein Bild des Präsidentenpalastes. Es war der Palais du Gouverneur in Yaoundé 1930, den Sie hier auf diesem Bild sehen, beziehungsweise dann später der Präsidentensitz bis zum Jahr 1982. Das ist die Aufnahme auf der rechten Seite. Das heißt, wir haben hier sozusagen eine Entwicklung vom Kolonialbau bis zur nationalen musealen Institution. Wie sieht es aus mit den Sammlungen? Die Sammlung des Museums ist natürlich zum einen und in hohem Maß bereichert durch die kulturelle Vielfalt Kameruns. Es sind 6000 Objekte im Museum. Und diese beziehen sich auf eine Vielfalt von Bereichen, die mit der kamerunischen Kultur und auch der Kultur anderer Länder, wie zum Beispiel Kongo, Brazzaville und Ägypten, zusammenhängen.
Was versucht wird im Museum ist, Einheit in der Vielfalt zu schaffen. Die offizielle Wiedereröffnung des Museums stand daher unter dem Zeichen der kulturellen Renaissance in 22 Sälen mit Sammlungen, die von kulturellen Symbolen Kameruns, also traditionelle Masken, Musikinstrumente, Lebensraum, bis zu zeitgenössischeren Werken reichen. Also beispielsweise eine Serie von 12 Gemälden. Ich zeige Ihnen da gleich noch ein Bild. Und überdies findet sich im Museum auch eine ganze Reihe von Kunstobjekten, zum Beispiel aus dem alten Ägypten, die im Jahr 2010 in den Besitz des Museums übergingen. Es wird versucht, thematisch und chronologisch diesen vielen Themen gerecht zu werden. Wie sieht es aus mit der aktuellen Zusammenarbeit? Was ist der Status quo? Es gibt auf der einen Ebene die multilaterale Zusammenarbeit. Da sind wir natürlich eingebunden in Initiativen der UNESCO, der ICOM, der ICESCO und waren auch Co-Organisatoren einer temporären Ausstellung über zeitgenössische Kunst, die von der Weltbank im Jahr 2019 finanziert wurde. Es gibt aber neben der multilateralen Zusammenarbeit auch bilaterale Zusammenarbeit mit Frankreich. Natürlich, es sind dank des C2D-Fonds Renovierungsarbeiten im Nationalmuseum geplant. Es gibt Initiativen zum Beispiel mit der Agence Française de Développement mit Blick auf die Ausstellung Tschadsee, bedrohtes Gebiet, kontrollierter Alltag im Jahr 2019, das ist ein Beispiel, oder auch Kooperation mit dem Goethe-Institut in Yaoundé, das ist ebenfalls ein Beispiel aus dem Jahr 2019, 9. bis 16. November, die Last der Erinnerung, das war ein panafrikanisches Festival, was organisiert wurde von der koreanischen Botschaft, wurde 2019 eine gemeinsame Ausstellung mit auf den Weg gebracht. Thread and Needle, Korea's Discreet Charm ist der Titel gewesen. Aber es ist noch viel, viel Raum für weitere Kooperationen zwischen dem Nationalmuseum und den europäischen Ländern. Da können wir also sicherlich noch einiges tun. In Klammern eine kleine Entschuldigung der Dolmetscherin. Der Ton ist nicht sehr gut. Es kommt nicht jedes Wort von Herrn Himmen rüber. Ich bemühe mich, so viel wie möglich rüberzubringen an Sie in deutscher Version. Diese bilateralen Projekte, ich habe ja unter anderem unsere Kooperation mit der Agence Française de Développement genannt, sind natürlich etwas, was sehr stark auch auf die spezifische Situation des Landes referiert. Der Tschadsee war Thema dieser Ausstellung, die wir 2019 realisiert haben. Ein eminent wichtiges Thema für unser Land. Aber wie gesagt, es sind neben diesen wunderbaren Beispielen die Tatsache, es ist die Tatsache zu konstatieren, dass noch viel mehr laufen müsste, wesentlich häufigere, wesentlich engere Zusammenarbeiten, mehr Stabilität oder Kontinuität auch in dem, was da zu tun ist. Warum ist das wichtig? Nun, es ist ja so, dass wir es in diesem Jahrhundert letztendlich mit einem Paradoxon zu tun haben, wenn man so will. Wir haben in diesem Jahrhundert die Entstehung eines Paradoxons erlebt. Wir haben gesehen, dass sich
eine Rätsel zunehmend stärker manifestiert. Und es ist letztendlich etwas, was auch ironisch daherkommt. Das Paradoxe liegt darin, dass das afrikanische Objekt als Kunstobjekt betrachtet wird, im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, und zwar ganz oft, während diejenigen, die diese Objekte geschaffen haben, die SchöpferInnen dieser Arbeiten und Werke, die KünstlerInnen und der kulturelle Kontext, in dem diese Objekte entstanden sind, unsichtbar bleiben. Das Rätsel, mit dem wir es zu tun haben, besteht darin, dass wir im Westen die afrikanische Kunst in gewisser Weise herabgewürdigt sehen. Sie wird zwar als Kunst mit großem K, wenn man so möchte, betrachtet, aber sie wird gleichzeitig reduziert. Das ist eben nur Kunst. Diese weitere Dimension, das, was sie differenziert oder besonders macht, bleibt ausgeblendet. Und gerade die Behauptung ihrer Gleichwertigkeit mit unserer eigenen Kunst nimmt ihre Eigenschaft und macht sie zur Ware. Die Ironie ist, dass wir durch die Anerkennung des künstlerischen Wertes einiger Aspekte der afrikanischen materiellen Kultur viele andere Aspekte außen vor lassen. Und der ultimative Ethnozentrismus ist es, den anderen nur in seinen Ähnlichkeiten mit sich selbst zu erkennen. Ich zitiere hier ein Stück weit auch P. Ravenhill aus dem ICOM Newsletter von 1987. Es ist also klar, dass wir neue Perspektiven brauchen. Neue Perspektiven für die internationale Zusammenarbeit. Das heißt Intensivierung, Zusammenarbeit mit menschlichem Antlitz, wenn ich das so sagen darf. Wenn man also vor Ort ist, wenn man im Feld ist, dann muss man sich von der Vorstellung befreien, dass man Experte ist oder Expertin. Denn auf der anderen Seite gibt es viel zu lernen. Das heißt, es geht hier darum, etwas neben zu etablieren und nicht anstelle von zu etablieren. Es geht darum, die verschiedenen Akteure und Akteurinnen in einen Dialog zu bringen. Die Geschichte der afrikanischen Objekte ist das Stiefkind der Kunstgeschichte und der Afrikanistik. Es ist unerlässliche multidisziplinäre Projekte zu verfolgen und zu entwickeln, ist die Konsequenz. Was uns umtreibt, ist die Sorge um eine objektive und enzyklopädische Präsentation der kamerunischen Kulturen in europäischen Museen. Und wir bestehen darauf, dass es notwendig ist, afrikanische Fachleute, ExpertInnen und ForscherInnen einzubeziehen in die Prozesse. Und was uns umtreibt, ist der Wunsch einer Professionalisierung des Personals in den Museen und einer Arbeit in Synergie und Komplementarität mit allen kulturellen Institutionen der Welt. Das ist das, was wir uns wünschen. Das ist das, was wir als unerlässlich betrachten. Das bedeutet, schlussfolgernd, dass man den gesamten Komplex betrachten muss. Und wichtig ist, sich tatsächlich auf Augenhöhe zu begegnen. Als wir unser Museumsprogramm auf den Weg gebracht haben, ging es uns tatsächlich um die Dekolonialisierung des Wissens. Es geht nicht nur und es ging uns nicht nur um die Dokumentation des Bestehenden, sondern es ging uns und geht uns darum, darüber hinauszugehen, also tatsächlich eine Stabilität in der Begegnung und in der Zusammenarbeit zu erzielen, die dann tatsächlich in eine Dekolonialisierung münden kann. Also es geht nicht um Rache oder Ähnliches, um Revanche, wenn man so will, gegenüber den alten Kolonialmächten, sondern es geht um ein gemeinsames Weiterkommen.
Und daher meine Schlussfolgerungen. Das Nationalmuseum von Kamerun, ein historisches Gebäude, wenn man so will, sollte eben nicht nur das Schaufenster der Vielfalt Kameruns sein, sondern eben auch ein Ort des Dialogs und des Austauschs mit der ganzen Welt. Denn wir sehen die Museen der Welt als eine Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der das Nationalmuseum von Kamerun die Berufung hat, präsent zu sein, Teil zu sein. Das Nationalmuseum ist durch die Zusammenarbeit mit Europa aufgerufen, eine größere Rolle als Katalysator der Veränderung im eigenen öffentlichen Raum zu spielen. Und die Erneuerung des Nationalmuseums von Kamerun soll dazu dienen, es zu einem Ort der Entdeckung des anderen oder der anderen, der Begegnung mit den Kulturen der Welt und der Förderung von Kreativität zu machen. Das Nationalmuseum von Kamerun verweist auf eine gewisse Menschlichkeit in Kamerun, gleichzeitig aber auf eine Dezentrierung und eine Neuverteilung auf einer neuen kulturellen und epistemiologischen Kartografie, was eine globalisierte Welt angeht. Und angesichts der zunehmend stärker werdenden identitären und kommunitären Bewegungen, die die Welt heute charakterisieren, ist das wichtiger denn je zuvor. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Hallo. Allô? Oui, c'est bien. Vous m'avez écouté? Allô? Oui, allô, vous m'avez écouté? Très bien. Oui, merci beaucoup pour votre contribution éclairante. Herzlichen Dank für Ihren aufschlussreichen Beitrag, lieber Herr Direktor. Wir werden sicherlich nachher auch noch darauf zurückkommen können im Laufe unserer Diskussion nach dem folgenden Beitrag. Kommt uns nun seitens von Michaela Oberhofer, die wir bereits kennengelernt haben. Sie ist Kuratorin für die afrikanischen und ozeanischen Sammlungen am Museum Riedberg. Und sie wird uns jetzt sprechen unter dem Titel Museumskooperationen auf Augenhöhe zwischen Kamerun und der Schweiz, das Beispiel des Palastmuseums Fumban und des Museums Riedberg. Dazu ist sicher wichtig zu erinnern, dass Michaela Oberhofer sich seit Jahren mit der Kunst Kameruns auseinandersetzt, vor allem des Königreichs Bamum. Sie hat dazu mehrere Ausstellungen kuratiert und auch Publikationen veröffentlicht. Michaela, du hast das Wort. Oh, vielen Dank. Auf diesem Foto ist der, jetzt bin ich schon eins weiter. Genau, das ist hier nochmal die Eingangsfolie, jetzt weiter. Auf diesem Foto ist der aktuelle Herrscher des Königtums Bamum, Sultan El-Hadj Mbombo Njoya, zu sehen, wie er auf dem perlenbestickten Thron seines Vorfahren Platz nimmt. Das fast schon ikonische Bild entstand zur Eröffnung der Ausstellung Kamerun Kunst der Könige, die mein Vorgänger Lorenz Homberger 2008 an unserem Museum kuratierte. In diesem Vortrag soll es jedoch nicht um die facettenreiche Geschichte dieses Throns gehen, den König Njoya während der deutschen Kolonialzeit dem Kaiser Wilhelm II. Zum Geschenk machte, sondern vielmehr um das Kooperationsprojekt unserer beider Museen, das eine Fortführung der Zusammenarbeit im Rahmen der Ausstellung war. Gemeinsam entstand 2009 die Idee, dass die Konservierung, Restaurierung, das heißt der Erhalt des Kulturerbes vor Ort im Zentrum stehen soll. Seitdem wurden mehrere Workshops mit Experten, Museumsmitarbeitern und Studierenden aus Kamerun und der Schweiz in Fumban durchgeführt. In diesem Vortrag möchte ich am Beispiel unseres Projektes diskutieren, wie eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe entstehen kann, was sie in der Praxis bedeutet und wo vielleicht die Grenze derselben sind. Seit einigen Jahren machen sich postkoloniale Intellekte wie Achille Bembe, Felvin Sarr oder Benedikt Savoy
für eine neue Ethik der Beziehung zwischen Afrika und Europa stark. In dem von Ihnen geforderten Prozess der Dekolonisierung sollte nicht mehr der Westen das Monopol über die Deutungshoheit haben, sondern stattdessen afrikanische Epistemologien, Wissenssysteme und Praktiken zum Zuge kommen. Unser Kooperationsprojekt ist ein Versuch in diese Richtung. Bei der Zusammenarbeit von solch unterschiedlichen Partnern, auf der einen Seite unser städtisches Museum für außereuropäische Kunst und Künstler, auf der anderen Seite das private Palastmuseum mit den wertvollen Sammlungen höfischer Kunst, treffen dabei verschiedene Auffassungen, was ein Museum ausmacht, aufeinander. Das Palastmuseum in Fumban entstand bereits Ende der 20er Jahre als eine der ersten indigenen Museumsgründungen in Afrika. Im Zuge der Konflikte mit der französischen Kolonialverwaltung lösten sich damals die traditionellen Strukturen im Königtum auf. Der damalige Herrscher Ibrahim Joya verlor sein Monopol im Handel und im künstlerischen Bereich. In einer Mischung aus Innovationsgeist und Resignation veranlasste er weitreichende Reformen. Höfische Privilegien auf bestimmte Materialien und Formen wurden abgeschafft. Dadurch konnten Handwerker unabhängig vom König Waren für lokale und fremde Kunden erstellen. Der Gegenspieler von Joya war damals Mose Yeyap, der für eine kommerzielle Produktion in einer Kooperative für Handwerker, der sich dafür einsetzte und sie gründete und auch das Musée des Arts et Traditions in Fumban begründete, das später in das ins Institut Français d'Afrique Noire, der OAF, eingegliedert wurde und heute zu den Nationalmuseen Kameruns zählt. Im Zuge der Reformen machte auch Königin Joya die königlichen Schätze einer größeren Öffentlichkeit zugänglich und schuf dabei die Grundlage für das Palastmuseum, dessen einzigartige Sammlung seit 2019 in dem imposanten Neubau des Museums ausgestellt ist. Unten rechts sieht man die neue Inszenierung von Germain Lumpet. Dabei ist das Sammeln, Bewahren und Ausstellen mitnichten ein Vorrecht der westlichen Kultur- und Museumsgeschichte, sondern bereits in vorkolonialer und kolonialer Zeit bei den Bamum anzutreffen. Schon damals wurden die sogenannten Dinge des Königs zusammengetragen und in bestimmten Bereichen des Palastes ähnlich einer kolonialen Schatzkammer aufbewahrt. Prestigegegenstände wie die perlenbestickten Throne und Hocker, wertvolle Schmuckstücke und Textilien wurden gezeigt und ausgestellt, wenn der König einen öffentlichen Auftritt hatte. Dabei kamen lokale ästhetische Prinzipien und Präsentationsformen zum Tragen. So waren zum Beispiel die großen Tabakspfeifen weniger zum Rauchen oder in der Hand halten gedacht, sondern wurden zur Bestätigung und Erhöhung des Status des Königs hinter ihm in die Höhe gehalten. Sowohl solche Repräsentations- und Prestigeobjekte als auch rituelle Objekte der Geheimgesellschaft des Palastes wurden dabei sorgsam aufbewahrt und an die nächsten Generationen weitergegeben. Eine zentrale Frage unseres Kooperationsprojektes ist, wie man hier wie dort mit musealisierten Objekten umgehen soll. Das Palastmuseum in Fumban ist ein sogenanntes Living Museum. Das bedeutet, dass bestimmte Objekte regelmäßig aus dem musealen Kontext herausgelöst werden, um sie bei besonderen Essanlässen wie hier dem Gonfest oder rituellen Zeremonien der Geheimgesellschaft des Palastes zu benutzen und danach wieder ins Museum zurückzuführen. Diese lebendige Museumspraxis widerspricht dem westlichen Konzept von Museen, wonach museale Objekte nur mit Handschuhen angefasst und auf keinen Fall benutzt werden dürften. Statt in unseren Workshops auf die Durchsetzung der internationalen Standards zu bestehen, haben wir gemeinsam nach lokal angepassten Lösungen gesucht. Teil des Workshops-Programms waren beispielsweise praktische Übungen zum Objekthandling. In Kleingruppen wurden Vorschläge erarbeitet, wie man bestimmte Objekte besser transportieren kann. So wurde zum Beispiel lange überlegt, wie man ein fragiles Textil oder eine Figur über eine Treppe möglichst vorsichtig bewegen sollte. Hier wurden aber auch die Grenzen des Kooperationsprojektes sichtbar, da die Mitarbeitenden des Palastmuseums und wir uns zwar einig über den vorsichtigen Umgang mit den Objekten waren, deren Kompetenz und Mitbestimmung aber im Moment der rituellen Nutzung endet und an die Mitglieder der Geheimgesellschaft des Palastes übergeht. Ein weiterer Bereich, in dem verschiedene Konzepte gegenüberstanden und miteinander ausgehandelt wurden, betrifft die Konservierung, Restaurierung selbst. Mit Ausnahme von Objekten, die per se einen ephemeren Charakter haben,
werden viele Gegenstände in Afrika, wenn sie beschädigt sind, repariert bzw. restauriert. Eine wenig beachtete Praxis in der Kunst Afrikas. Auch im Fall des Königtums Bamum lassen sich Praktiken des Konservierens und Restaurierens bereits in kolonialer und vorkolonialer Zeit belegen. Ein prominenter Fall ist der Mandoyeno-Thron, den wir bereits auf dem ersten Foto gesehen haben und der heute zu den Meisterwerken des Ethnologischen Museums in Berlin gehört. Auf dem ersten Bild des Throns aus dem Jahre 1902 ist zu erkennen, dass die linke Zwillingsfigur hinter Joya eine Glasflasche in der ausgestreckten Hand hält. Die Flasche war ein Ersatz oder vielleicht sogar eine erste Restaurierung des geschnitzten und mit Perlen verzierten Palmweinhorns, das die Figur ursprünglich in der Hand gehabt hatte. Die aus Europa importierte Flasche entsprach aber nicht dem westlichen Konzept von Authentizität und wurde deshalb von deutscher Seite kritisch kommentiert. Aus Bamum-Perspektive hingegen handelte es sich bei dem fremden Objekt und Material um etwas Seltenes und Luxuriöses, das nur dem König vorbehalten war und das die Ästhetik und Wirkmacht des Thrones erhöhte. Nachdem Joya entschieden hatte, den Thron seines Vaters dem Kaiser zu schenken, wurde die Flasche, vielleicht auch unter Druck der Deutschen, ersetzt und mit einem neuen, perlengeschmückten Palmweinhorn versehen. Das kann man hier auf dem rechten Bild sehen. Mit dieser Restaurierung wurde das Objekt wieder in einen, in den Augen der Europäer, alten bzw. authentischen Zustand zurückversetzt. Diese Diskrepanz zwischen der westlichen und der Bamum-Auffassung von Restaurierung und Authentizität gab auch in unserem Kooperationsprojekt Anlass für Diskussionen. Im ersten Jahr des Projektes reisten drei Restauratorinnen aus Deutschland und der Schweiz nach Fumbam, um über mehrere Wochen lang ein einzelnes Objekt, einen perlenverzierten Thronhocker vor Ort zu restaurieren. Dabei wurde der Hocker entsprechend der modernen westlichen Standards restauriert und die Stellen, wo Perlen fehlten, zwar gesichert, aber so belassen, sodass man den Stoffbezug darunter sehen konnte. Diese freien Stellen in der Perlenoberfläche des Hockers entsprechen jedoch nicht den lokalen Kriterien einer guten Restaurierung. Bei den Bamum ist vielmehr üblich, ein Objekt während seines Lebenszyklus immer wieder auszubessern oder zu verschönern, gerne auch mit neuen Farben, Mustern und Materialien, damit es seine Ästhetik, rituelle Wirksamkeit und Funktionalität behält. Doch wie sollte die Diskrepanz zwischen diesen beiden Ansätzen aufgelöst werden? Eine Lösung, die wir gemeinsam in unserem Workshop gefunden haben, bestand darin, dass neue Restaurierungen so durchgeführt werden, dass man sie wieder rückgängig machen kann. Zudem sollen diese Eingriffe dokumentiert werden, damit die Manipulationen und Veränderungen in der Biografie eines jeden Objektes nachvollziehbar sind. Auf diesen Vorher-Nachher-Fotos sieht man zum Beispiel auch die neuesten Restaurierungsarbeiten, die der Perlmacher Ndamama mit Mitteln des Museums Rietberg am Thron des letzten Königs Sedu Nchimolo durchführen konnte, nachdem jener beim Umzug ins neue Museum beschädigt worden war. Dabei spielt Ndamama auch bei dem zentralen Anliegen unseres Workshop-Programms eine wichtige Rolle, dem Wissenstransfer und Capacity-Building, und zwar in beide Richtungen. Damit ist zum einen gemeint, dass Schweizer Restauratoren ihr Wissen an die Kolleginnen und Kollegen in Kamerun weitergeben, aber zum anderen, und das ist mir als Ethnologin besonders wichtig, geht es auch um die Berücksichtigung und Anerkennung des lokalen Wissens und der Stärkung der lokalen Techniken und Fertigkeiten. Ndamama gehört zur Menyam-Familie von Spezialisten für Perlverzierung und Stickereien. Der aktuelle Sultan beauftragt ihn und seine Equipe immer wieder mit der Herstellung von neuen Perlobjekten für den Hof, darunter zum Beispiel sein neuer Thron. Ndamama ist aber auch für die Restaurierung von alten Stücken zuständig. In unserem Workshop gab er sein Wissen über die von ihm benutzten Materialien und Fertigkeiten erstmals an andere weiter. Das war nicht nur für die Restauratoren und Studierenden aus der Schweiz erhellend, sondern auch für die Kameruner selbst. Dabei fand ich sehr berührend, wie seine Stellung als einfacher Handwerker sich im Laufe der Workshops änderte und die Akademiker und Museologen sowohl auf Schweizer als auch auf Kameruner Seite sein Können und Wissen immer mehr wertzuschätzen wussten. In unserem Projekt haben wir uns immer bemüht, lokal angepasste Lösungen und Materialien zu suchen. Dass es manchmal nur kleiner Dinge bedarf, zeigt das folgende Beispiel. Zur Dokumentation von Museumsobjekten gehört die Erstellung eines Inventars und die Kennzeichnung der einzelnen Objekte mit Inventarnummern. Um ein Objekt zu beschriften, wird zunächst ein Lack
auf die Stelle angebracht, auf dem dann die Nummer draufgeschrieben wird. Der Lack schützt das Objekt vor der Farbe und besteht hier im Westen aus einem Paraloid B72 Acryllack. Doch in Kamerun bekommt man dieses Mittel nur für teures Geld in spezialisierten Apotheken in Yaoundé. Deshalb haben sich unsere Restauratoren in Fumban auf die Suche nach einem Ersatz dafür gemacht und sind auf dem Markt fündig geworden, nämlich Nagellack. Die klare Flüssigkeit kann zu diesem Schutzlack für die Beschriftung der Objekte weiterverarbeitet werden. Ich komme zum Fazit. Im Verlauf des Projektes zeigte sich, dass die Workshops eine Reichweite über die konkrete Arbeit im Palastmuseum hinaus haben. Da es in Kamerun zwar Studiengänge zu Museologie und Kulturerbe gibt, aber keinen eigenen Ausbildungsgang für Konservatoren und Restauratoren, war am Ende der Workshops die Überreichung der Diplome für alle ein wichtiger Moment. Wie ich in dem Vortrag versucht habe darzulegen, gehört zu einem echten Austausch und Dialog auf Augenhöhe, die eigenen westlichen Konzepte und Standards immer wieder neu zu hinterfragen, offen zu sein, voneinander zu lernen, lokal angepasste Lösungen zu suchen und dabei das Wissen, die Fertigkeiten und ästhetischen Prinzipien auf afrikanischer Seite anzuerkennen. Der Versuch, Augenhöhe immer wieder herzustellen, gelingt aber nicht immer. Kooperationsprojekte sollten eigentlich integraler Bestandteil von Museen wie dem unsrigen sein, jedoch sind wir für die Durchführung derselben auf Drittmittel und Sponsoren angewiesen. Auf beiden Seiten sind dabei Ressourcen, Zeit und ein Budget vonnöten. Dabei bleibt jedoch die strukturelle Asymmetrie in den Nord-Süd-Beziehungen bestehen, etwa wenn das Geld für das Projekt aus der Schweiz stammt und auch dort verwaltet und abgerechnet werden muss. Und wie sehen unsere Pläne nach der Pandemie aus? Die Vorgängerkonferenz, die wir 2019 in Yaoundé zu Museumskooperationen mit Unterstützung der Schweizer Botschaft durchgeführt haben, hat eins sehr deutlich gezeigt. Das Thema Erhalt des Kulturerbes und Kooperationen stieß bei den über 80 TeilnehmerInnen aus Kamerun auf sehr großes Interesse. Neben der Fortführung unseres Engagements mit dem Palastmuseum in Fumban planen wir deshalb darüber hinaus, unser Workshop-Programm zur Konservierung, Restaurierung auch anderen regionalen bzw. nationalen Museen in Kamerun zu ermöglichen. Auch auf wissenschaftlicher und kuratorischer Ebene gibt es Pläne für eine Zusammenarbeit. An unserem Museum gibt es zum Beispiel einen Bestand von 200 Fotografien, die der Kunstethnologe Hans Himmelheber 1937 im Kameruner Grasland gemacht hat. Im Rahmen unseres Forschungsprojektes zu Himmelheber würden wir dieses Fotoarchiv gerne auch in Kamerun zur Verfügung stellen und zum Beispiel auch eine kleine Ausstellung dazu zeigen. Und noch eins, der Kameruner Ethnologe Francis Njamjo hebt die Konvivialität bei der Zusammenarbeit zwischen dem globalen Norden und Süden als besonders wichtig hervor. Das heißt, Kooperation soll und darf auch Spaß machen. Auch bei unserem Projekt fand ich neben dem fachlichen, den zwischenmenschlichen Austausch und das Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, das zwischen uns entstand, als besonders bereichernd. In diesem Sinne bedanke ich mich von Herzen bei allen Beteiligten für diese beglückende Zusammenarbeit und freue mich auf weitere spannende Projekte auf Augenhöhe. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Michaela Oberhofer. Damit haben wir nun eigentlich bereits alle zentralen Fragen und Punkte des heutigen Tages auf dem Tisch. Wir kommen nun zu einem kurzen Block Fragen und Diskussion. Um einigermaßen im Zeitplan zu bleiben, wollen wir doch beliebt machen, dass wir die anschließende Pause kürzen, so dass wir möglichst wieder um 11:45 mit dem nächsten Block weiterfahren können. La première question war... Die erste Frage für Dr. Hoeg-Öhmen. Nach Ihren Ausführungen, was uns hier interessiert, ist, bis zu welchem Ausmaß ist die Provenienzforschung auch für Ihr Nationalmuseum wichtig? Wie erfassen Sie als Direktor die Anstrengungen der europäischen Museen und wie sieht das auf der Seite Ihrer Museen damit aus? Sie haben das Wort. Vielen Dank auch für die Frage. Die Frage der Provenienz
ist auf unserer Ebene bereits gut angekommen, denn das ist ja eine Dekolonisierungsfrage. Und es geht auch um die Dokumentation der Kollektionen. Auch die Umsetzung einer dezentralen Kooperation. Auf unserer Ebene erwarten wir auch viel von Ihnen, von diesem Austausch, ein offener Austausch auf Augenhöhe mit einem menschlichen Antlitz, damit wir hier ein gemeinsames Projekt umsetzen können zwischen Kamerun und der Schweiz. Es gibt ja hier wirklich auch schon hervorragende Ansätze. Und wir wollen Ihnen wiederum helfen, Ihre Kollektionen zu dokumentieren. Michaela, war ja ganz klar, viele afrikanische Kollektionen, die sich in europäischen Museen befinden, sind nicht ausreichend dokumentiert. Das ist ja schon ein Grundproblem dieser Kollektionen. Man hat sich nicht so sehr für die Geschichte der Objekte interessiert. Und viele Sammlungen wissen kaum etwas über das afrikanische Objekt, das sie aufstellen. Das ist ja eigentlich nur der Anlass, um überhaupt eine Geschichte zu erzählen, wenn man so ein Objekt aufstellt. Und ein Objekt hat erst dann einen Sinn, wenn es in einen Kontext, in einen lokalen Kontext eingegliedert wird. Denn es ist nicht so sehr ein Kunstobjekt, das sich da in einem Museum befindet. Wenn jemand ins Museum kommt, möchte man ja ein Objekt in seinem Umfeld, in seinem Kontext auch sehen und erleben. Und erst dann erhält es seinen wirklichen Sinn. Deswegen ist Ihr Projekt und auch der Austausch der Dokumentation und diese Neuorientierung der Museumszusammenarbeit mit Afrika wirklich mit in abgesprochener Art und Weise der Museografie ist so zu gestalten, dass wir unsere gemeinsame Arbeit so auch gegenseitig aufwerten können. Ja, vielen Dank für Ihre Perspektive aus kamerunischer Sicht. Esther, bringst du die Frage rein? Bringe sie sehr gerne rein. Eine Frage von Stefanie Michels. Es geht auch ein bisschen in die Richtung der Sammlung und der Dokumentation, was Sie schon ausgeführt haben. Die Frage ist, woher kommen Ihre Objekte? Sie haben gesagt, die Provenienz hat eine Relevanz auch für Sie. Die Frage ist, stammen Ihre Objekte auch aus der Kolonialzeit? Ich glaube, die Gründung Ihres Museums ist jünger. Können Sie etwas über Ihre Sammlungsgeschichte sagen? Ja, vielen Dank für die Frage zur Geschichte der Sammlung. Am 15. Januar 2015 war ja offiziell die Einweihung, aber das heißt ja nicht, dass es vorher kein Museum gegeben hätte. Das gab es ja schon lange vorher, gab es Sammlungen, also schon vor der Unabhängigkeit. Also die traditionellen Chefs haben ja hier sich schon dafür eingesetzt, für die Bewahrung der Kultur. Und das war jetzt praktisch das Museum in seiner westlichen Ausgestaltung. Aber es gab bereits in den traditionellen Chefferies schon auch diese Sammlungen, aber eben nicht in Form eines Museums. Schon begann das. Da gab es bereits verschiedene Zentren in Douala, Dafoussa und Maoua. Und da bereits wurden die ersten Sammlungen zusammengetragen, also unter der französischen kolonialen Perspektive. Also auch wenn wir erst 2015 eröffnet haben, gibt es natürlich schon eine Vorgeschichte vor 2015. Und im Grunde gibt es auch Gegenstände, die schon über 300 Jahre alt sind. Die Eröffnung des Nationalmuseums hat praktisch keinen direkten Bezug zum Beginn der Sammlungen. Die sind teilweise eben 300 Jahre alt, wie ich bereits sagte. Und diese Sammlungen kommen von den Chefferies. Und das sind auch Gaben natürlich, die wir erhalten haben.
die gesamten Gemälde, also Malereien, haben wir auch viele bekommen, 8 Objekte, auch aus dem alten Ägypten bekommen. Also wir haben auch selber auch Gaben erhalten. Ja, vielen Dank für diese Informationen. Gibt es noch weitere Fragen? Michaela, ist da, gibt es noch weitere Fragen für Dr. Holmen? Ich denke, wir haben noch Zeit für eine. Esther, wie sieht es von deiner Seite aus? Es sind ein paar Fragen reingekommen an Monsieur le Directeur Heyman. Ich würde gerne noch eine aufgreifen, wenn ich darf. Okay. Wie sieht es auch aus mit Kooperationen oder Kollaborationen zwischen den Museumsdirektoren in Zentralafrika? Könnten Sie dazu noch etwas ein bisschen ausführen? Wie kooperieren Sie unter sich? Merci pour votre question. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, jetzt zur Frage nach der Kooperation zwischen den Museen in Zentralafrika. Das ist muss ich sagen, dass das in Westafrika schon weiterentwickelt ist, viel mehr als bei uns in Zentralafrika. Und das ist natürlich ein großer Bedarf, dass wir hier mehr zusammenarbeiten und hier Synergien entwickeln. Und wir sind ja auch komplementär. Und in Zentralafrika hängen wir da noch hinterher. Es gibt natürlich Spezifizitäten. So haben wir doch global eine sehr ähnliche oder sogar die gleiche Geschichte und könnten uns hier mehr zusammentun. Ist er noch etwas für Hugh Heyman? Frage und dann können wir gerne noch eine Frage von Carsten Stark. Wie gestaltet sich die Provenienzdebatte innerhalb Kameruns, also mit und zwischen ethnischen Gruppen, deren Objekte eventuell im Nationalmuseum liegen, und mit anderen Ländern, wie zum Beispiel dem Kongo, aus dem Sie eben auch Objekte haben, wie Sie in Ihrem Vortrag geschildert haben? Ja, das ist ja eine Debatte, die ja wirklich im Herzen der unterschiedlichen Organisationen und Institutionen steht, die Frage der Provenienz. Das sind ja Frage der Restitution und der Kolonisation. Es ist ja oft hier eben die westliche Sicht auf die Museen, die Vorherrschaft in Afrika und die Fragen in Afrika, die wir uns stellen in Museen, ist, dass wir eine afrikanische Vision der Museen haben und entwickeln wollen. Dass wirklich lokale Expertise, lokales Wissen dargestellt wird und das lokale Wissen mit einbezogen wird. Und auch was die Dokumentation angeht. Und die Frage der Provenienz stellt sich natürlich in diesem Dialog, den wir auch führen und auch in der Komplementarität. Natürlich stellt sich auch die Frage der Restitution, also der Rückführung. Aber es geht hier um ein günstiges Umfeld auch für die Rückführung. Und dafür bedarf es eines Dialogs. Es geht nicht nur darum, etwas zurückzuführen, sondern es muss wirklich die Museen erst einmal dafür vorbereitet werden und dass ein günstiges Umfeld geschafft werden, damit diese Kunstobjekte zurückkommen können. Und dafür muss natürlich vorab effizient natürlich auch die Provenienz geklärt werden. Das ist richtig. Vielen Dank für diese Erläuterungen, Herr Heumann. Ich glaube, das ist wirklich wichtig und wertvoll, diese Perspektiven aus afrikanischer Sicht zu haben. Denn wir sehen ja auch viele Dinge aus europäischer Sicht. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir all die anderen Fragen, die noch auf dem Tapet, auf dem Tisch liegen, auch später noch vorgebracht werden können. Wir haben ja noch eine längere Abschlussdiskussion, die sich auch nochmals um die gleichen Fragen drehen wird. Ich möchte nun doch kurz eine kleine Pause von 2-3 Minuten
hier einschieben. Michaela, du willst etwas dazu sagen? Genau, diese Fragen, die jetzt aufgetaucht sind, die wird auch zum Beispiel am Nachmittag irgendwie Professor Hamad Abba auch nochmal ansprechen. Und all das, was quasi zu unserem Projekt vielleicht noch irgendwie an Fragen vorhanden wäre, können wir dann gerne auch quasi in der Session mit den ganz am Ende dann besprechen, wenn die Restauratoren und Studierenden das nochmal vorstellen. Da haben wir auch nochmal Diskussionszeit über. Jetzt also zum nächsten Teil. Der Beitrag kommt uns seitens von Isabella Bossa und von Bianca Baumann vom Städtischen Museum Braunschweig bzw. vom Landesmuseum Hannover. Beide sind Mitarbeiterinnen im Projekt Paese, das da steht für Provenienzforschung in außereuropäischen Sammlungen und der Ethnologie in Niedersachsen. Sie werden zu uns sprechen unter dem Titel Multilokale Provenienzforschung in der Schweiz, in Deutschland und in Kamerun. Isabella und Bianca, ihr habt das Wort. Vielen Dank, Thomas, für die nette Einführung. Vielen Dank an das Museum Riedberg für die Einladung und die tolle Organisation. Natürlich auch im Namen meiner Kollegin Bianca Baumann, mit der ich gemeinsam diesen Vortrag halte. Ich teile meinen Bildschirm. Genau. Beginnen möchte ich den Vortrag mit einem Rückblick auf ein vergangenes Provenienzforschungsprojekt ausgehend von der Schweiz, das die Notwendigkeit eines Perspektivwechsels in der Erforschung von Museumssammlungen zeigt, nämlich über die schriftlichen Quellen der Kolonialzeit hinauszugehen und Nachkommen an früheren Sammelorten zu befragen. Danach werde ich auf die Bedeutung von Multilokalität in der Provenienzforschung eingehen und zu unserer derzeitigen Arbeit im Verbundprojekt Paese überleiten. Von 2016 bis 2019 forschte ich am Museum der Kulturen Basel zur Geschichte der Sammlung Basler Mission, eine ethnografische Sammlung, die überwiegend bis zum Ersten Weltkrieg während der Kolonialzeit in früheren Missionsgebieten zusammengetragen wurde, so auch in Kamerun, als das Land unter deutscher Kolonialherrschaft stand. Zentrale Fragen waren, wie eigneten sich die AkteurInnen die Objekte an und welche Bedeutung erlangten diese in der Missionssammlung? Als Quellen dienten mir neben den Objekten Unterlagen aus dem früheren Missionsmuseum, Fotografien sowie Berichte, Tagebücher und Publikationen der MissionarInnen. Anhand des umfangreichen Materials konnten Erwerbskontexte und koloniale Verflechtungen der Sammlung herausgearbeitet werden, die wechselseitige Abhängigkeit von Mission, Gewalt deutscher Kolonialherrschaft und ethnografischem Sammeln. Etwas aber fehlte in den missionarischen Quellen, die überwiegend von deutschen und schweizerischen Missionaren verfasst wurden, die Perspektive der missionierten und kolonisierten Bevölkerung in Kamerun. Auch der beforschte Raum im Museum und Archiv von Basel war einseitig. Er gab zwar Aufschluss über die Bedeutung der Objekte in der Missionssammlung, aber wenig über ihre Bedeutung in den Herkunftskontexten. Bei einer Reise nach Kamerun im Jahr 2017 konnte ich Repräsentanten des Königs im Palast von Balinyonga treffen. Ich zeigte ihnen Fotos der Objekte aus Bali, die sich im MKB, also Museum der Kulturen Basel, befinden. Dazu gehören unter anderem Gegenstände königlicher Herkunft, die mit Glasperlen verziert sind, oder Textilien, die Notabeln oder Frauen des Königshauses vorbehalten waren. Die Reaktion des Prinzen Tidar Jewit Gallagher war emotional. Er könnte weinen, wenn er diese alten Objekte sehe. Diese würde es in der Form heute nicht mehr in Bali geben und hätten daher großen Wert. Er freute sich zwar, dass die Objekte in einem Schweizer Museum erhalten sind. Was aber den Erwerb der Objekte durch die Missionare angeht, war er sehr kritisch. Missionaries were trickster, sagte er. Wenn sie erpicht auf bestimmte Objekte waren, hätten sie unlautere Methoden angewendet, um diese in ihren Besitz zu bringen. Sie hätten Druck ausgeübt oder sogar Dritte eingespannt, um die Objekte zu stehlen. Diese Sicht auf die Missionare und ihre Strategien war anhand der schriftlichen Quellen nicht nachvollziehbar. Vielmehr erschien die im Schweizer Archiv überlieferte Geschichte zwischen dem Herrscher von Yonga II und Basler Missionaren als eine Begegnung, bei der beide Seiten profitierten. Das Wissen des Prinzen legte eine Ebene der Geschichte frei, die von MissionarInnen nicht festgehalten worden war und ein kritisches Lesen der Quellen aus der Kolonialzeit bestärkt.
Diese Erfahrung verdeutlichte mir, wie wichtig es bei der Provenienzforschung ist, Perspektiven von Nachkommen der sogenannten Herkunftsgesellschaften mit einzubeziehen, um zu einer komplexeren, wenn auch mitunter widersprüchlichen Sicht auf die Geschichte zu gelangen. Darüber hinaus gab die Begegnung Aufschluss auf die heutige Bedeutung der Objekte. Als historische Gegenstände sind sie Bezugspunkte für die lokale Geschichte von Bali und als Prestigegegenstände haben sie mitunter auch rituelle und spirituelle Bedeutung. Priorität hatte für den Prinzen aber nicht eine Rückführung der Objekte aus dem Basler Museum, sondern die Erhaltung der derzeitigen Kulturgüter im Palast von Bali, für die er sich Unterstützung aus der Schweiz wünschte. Ein Besuch seiner Majestät von Ganyonga III, dem König von Balinyonga, am MKB war als erster Schritt angestrebt, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit auszuloten, konnte aber aus verschiedenen Gründen in der Laufzeit meiner Anstellung leider nicht mehr stattfinden. Oder so. Der Ethnologe Arjuna Padurai fordert, den Zirkulationswegen ethnografischer Objekte und ihren Bedeutungen in verschiedenen Kontexten zu folgen. George Marcus formulierte diesen Ansatz methodisch in der Multisited Ethnography aus. Für die Provenienzforschung bedeutet dies, dass die Herkunft von Objekten und ihren Erwerbsumständen an verschiedenen Orten und aus unterschiedlichen Perspektiven erforscht werden sollte. In den Archiven und den Depots im Museum, genauso wie an früheren Sammelorten in den Herkunftsländern. Das Verbundprojekt Paese, Provenienzforschung in außereuropäischen Sammlungen und der Ethnologie in Niedersachsen, ermöglicht, wenn auch begrenzt, eine multilokale Provenienzforschung. Die Zusammenarbeit zwischen WissenschaftlerInnen aus Deutschland und Herkunftsländern wie Kamerun ist dabei ein zentraler Teil. Das erste Jahr 2018 wurde dazu genutzt, um diese Kontakte herzustellen. Im September 2019 wurden 8 KooperationspartnerInnen über 4 Wochen nach Niedersachsen eingeladen, um die im Projekt beteiligten Sammlungen zu untersuchen und die diversen Interessen und Fragen an die Objekte zu diskutieren. Dabei war auch Professor Albert Guafo. Schön, dass wir heute auch gemeinsam hier sind. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Bianca Baumann. Vielen Dank, Isabella. Ich kann mein Video gerade nicht starten. Jetzt. Jetzt müsste man mich sehen. Danke. Ich möchte nun kurz auf die Forschungszusammenarbeit in Deutschland und dann auf unsere Forschungsreisen in Kamerun im Rahmen von Paese eingehen. Während der Aufenthalte der KooperationspartnerInnen haben unter anderem Paul Dassy und ich gemeinsam die Kamerun-Sammlung, die am Landesmuseum Hannover verwahrt wird, begutachtet. Paul Dassy war zu diesem Zeitpunkt Leiterin des Palastmuseums in Batoufam. Heute ist sie Angestellte bei der Route de Chefferie. Wir haben die gesamte Kamerun-Sammlung des Landesmuseums Objekt für Objekt durchgesprochen, die Objektbeschreibungen und Bedeutungen auf den Karteikarten abgeglichen und wenn nötig korrigiert oder ergänzt. Gemeinschaftlich konnten wir Objekte identifizieren, die eine intensivere Auseinandersetzung verlangten. Meiner Ansicht nach sollte die Auswahl der Objekte, die beforscht werden, vielmehr gemeinschaftlich getroffen werden. An welchen Objekten besteht Interesse und welche Fragen müssen beantwortet werden? Gegenseitige Forschungsaufenthalte können dazu beitragen, Einblicke in die jeweiligen Realitäten zu gewinnen. Die musealen Gegebenheiten in Europa, zum Beispiel in Bezug auf die Dokumentationslage und denen vor Ort in Herkunftsgesellschaften, wie das heute Vormittag ja auch schon erwähnt wurde. Wissensbestände aus dem Verwahrungs- als auch aus dem Herkunftsort müssen zusammengeführt werden, um sich den Objektbiografien zu nähern und die diversen Bedeutungen in unterschiedlichen Kontexten herausarbeiten zu können. Um den Blick für das Thema zu weiten, führte ich im November 2019 eine kurze Reise allein und später eine weitere gemeinsam mit Isabella durch. Ziel der Reisen war es, Herkunftsorte einiger Objekte zu identifizieren, Erinnerungen und Rezeptionen der deutschen Kolonialvergangenheit festzuhalten, sowie herauszufinden, welcher Umgang mit Sammlungen aus kolonialen Kontexten von Seiten der vermeintlichen Herkunftsgesellschaften erwünscht ist. Zusammen mit unserer Kooperationspartnerin Paul Dassy haben wir diverse Orte aufgesucht und sie hat mich mit unterschiedlichen Personen in Kontakt gebracht, die für die weitere Forschung als Gesprächs- oder Mittelspersonen zentral waren.
Kollaboration ist ein zentraler Bestandteil einer jeglichen ethnografischen Forschung. Sie ist ein grundlegendes Prinzip der Ethnografie. Sie ist im Prinzip nicht möglich ohne die Zusammenarbeit mit diversen Akteuren, GesprächspartnerInnen, Mittelspersonen, ExpertInnen etc. Gleichermaßen gilt es, dies auch für eine postkoloniale Provenienzforschung anzuerkennen und dabei die verschiedenen Positionen zu berücksichtigen. Ein Beispiel unserer multilokalen Forschung möchte ich nun veranschaulichen. Postkoloniale Provenienzforschung verlangt im Prinzip nach einer Ausdehnung der Raum- und Zeitdimension. Wir haben es mit unterschiedlichen Zeitebenen zu tun und mit diversen Kontexten, die in der Forschung gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Follow the Thing, wie Markus 95 formulierte, trifft dabei in vielerlei Hinsicht zu. Es könnte auch als Aufruf, dem Wesentlichen zu folgen, verstanden werden. Um was geht es eigentlich? Die Forschung bleibt dabei jedoch immer fragmentarisch und oft von Zufall geleitet. Bei meiner ersten Reise stellte mich Paul Dacy unter anderem dem Mitarbeiter des Museums der Chefferie Bangua, dem Prinzen und Notabeln von Bangua, Jean-Paul, vor. Er machte mich dabei auf das Kamerunhaus in Berlin aufmerksam, ein Kulturzentrum, das auf Initiative seines in Berlin lebenden Bruders Le Grand Chatchouan de Bangua zurückgeht, der sich für einen Dialog und Kulturaustausch vor allem zwischen Museen und der afrikanischen Diaspora bzw. den Schäferien stark macht und deswegen für uns als Kontakt interessant war. Noch vor der nächsten Reise, die Isabella und ich gemeinsam planten, kontaktierten wir ihn. Beim Treffen stellten wir unser Forschungsvorhaben vor. Das Versprechen, uns dabei zu unterstützen, setzte er sofort um, indem er innerhalb weniger Wochen einen Workshop für uns in der Chefferie Sodico im Stadtteil Bunaberi von Douala organisierte. Am 7. März 2020 wurde daraufhin der Workshop Débats internationaux sur la provenance des biens culturels issus de contextes coloniaux durchgeführt mit dem Chef von Sodico, Vertretern des Kamerunhauses und dem Museum von Bangua, KünstlerInnen und PressevertreterInnen. Isabella und ich haben dabei die jeweiligen Sammlungen unserer Forschungsvorhaben und den deutschen bzw. europäischen Diskurs um postkoloniale Provenienzforschung vorgestellt, um darüber zu diskutieren, was mit Objekten in europäischen Museen geschehen soll und Haltung, Interessen und Prioritäten zum Thema in Erfahrung zu bringen. Dabei wurde vor allem die Öffnung der Sammlungen begrüßt. Die Digitalisierung der an Paese beteiligten Sammlungen war zu dieser Zeit in Planung. Eine erste Version der Datenbank wurde mittlerweile online veröffentlicht. Ebenso wurde eine Ausstellung vor Ort gefordert, sodass KamerunerInnen Objekte identifizieren könnten, die für Gemeinschaften heute wichtig und oder von ritueller Bedeutung sind und um so die Herkunftsorte einiger Objekte festzustellen, da wir auf die Lückenhaftigkeit in der Dokumentation hingewiesen haben. Allgemein wurden die Objekte aus Kamerun zurückgefordert, aber auch betont, dass dies ein langwieriger Prozess sein wird, bei dem noch einige Fragen offen sind. Multilokalität bezieht sich eben nicht nur auf die diversen Räume, die berücksichtigt werden müssen, sondern gleichzeitig auch auf die unterschiedlichen Perspektiven und Fragestellungen an die Sammlung. In Paese ist die Kooperation ein wichtiger Teil. Insgesamt sollte die kooperative Arbeit in der Provenienzforschung aber stärker in den Museumsalltag eingebunden werden, wie auch schon von Frau Oberhofer gefordert wurde heute Vormittag. Kollaboration sollte unseres Erachtens optimalerweise bereits in der Konzeption von Provenienzforschungsprojekten verankert sein, welche Fragen an die Sammlung gestellt werden, sollte gemeinschaftlich ausgehandelt werden. So kann zur Dekolonisierung und Dezentralisierung von Forschung beigetragen werden, indem die Fragen nicht von Europa aus festgelegt werden. Veranstaltungen wie Workshops in Hannover und Sodico hatten gezeigt, dass kamerunische Interessen an den Sammlungen mitunter anderes sind als hierzulande. Die zeitliche Begrenzung von drittmittelfinanzierten Projekten wie Paese stehen einem Grundprinzip von Kooperation in gewisser Weise entgegen. Die Vernetzungsarbeit und der Kontaktaufbau benötigen Zeit. Das Finden von KooperationspartnerInnen
und der Aufbau von Beziehungen ist ein langer Prozess. Die Pandemie erschwert zudem die Kooperation, die nur sehr begrenzt in den virtuellen Raum verlagert werden kann. Die gemeinsame Arbeit mit den Sammlungen und Inkammerungen konnte nun seit März 2020 nicht weitergeführt werden. Die Forschungen im Rahmen von Paese können also nur ein Anfang sein. Merci. Vielen Dank an Bianca und Isabella, die uns mit ihrem Input klar vor Augen geführt haben, nicht nur die Vorteile einer Multisite oder einer multilokalen Provenienzforschung, sondern eigentlich deren Notwendigkeit. Wir kommen nun gleich zum nächsten Beitrag. Der wird uns geliefert von Esther Tisa Francini. Wir haben sie ja heute Morgen in der Begrüßung bereits gesehen. Sie ist eine der Initiatorinnen des heutigen Tages. Vor allem aber ist sie die Leiterin der Archive und der Provenienzforschung am Museum Riedberg in Zürich. Ihr Beitrag steht unter dem Titel Die Kamerun-Sammlung des Museum Riedberg und ihre Provenienzen. Esther, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, Thomas. Ich darf die Kamerun-Sammlung und ihre Provenienzen hier kurz vorstellen und beginne, diesmal funktioniert es sehr gut. Die Kenntnis der Herkunft der Kunstwerke ist für jedes Museum ein zentraler Wissenskorpus. Eine Bestandsaufnahme einer Sammlung wie der Kamerun-Sammlung berührt materielle Untersuchungen, verbindet Fragen der Kunstproduktion, biografische Fragen zu involvierten Akteuren sowie die Geschichte des Sammelns und des Kunstmarkts. Das so generierte Wissen bereichert eine jede Objektbiografie. Das Bewusstsein für die Geschichtlichkeit eines Kunstwerkes, für die Transformation von Bedeutung und des Objektes selber fordert unser kulturelles Selbstverständnis heraus und wirkt produktiv, indem sie uns mit der Geschichte unserer Museen und den Grundlagen des Sammelns konfrontieren. Das Museum Riedberg ist als Kunstmuseum ein Museum von mehrheitlich privaten Sammlungen, das heißt eine über den Kunstmarkt und individuelle Vorlieben gemachte Sammlung von Sammlungen um Christoph Pomian in seinem legendären Der Ursprung des Museums vom Sammeln zu zitieren. Über den Kunstmarkt wird eine Art Selektionsprozess vollzogen. Dabei kann es zu Verlust von Wissen kommen, das durch Provenienzforschung rekonstruiert werden kann. Denn häufig reißt die Geschichte des Werkes nicht mit dem Objekt selber. Wenn wir hier auf der Eingangsfolie drei Werke sehen, so sind dies die prominentesten Stücke aus unserer kleinen, aber feinen Kamerun-Sammlung. Während also die obigen drei Werke in der Sammlungsausstellung zu sehen sind, wo der Fokus auf der künstlerisch-ästhetischen Perspektive liegt, liegen weitere drei Objekte in einer Vitrine in der Sammlung und insbesondere, wie hier zu sehen, ist im Schaudepot, das ganz im Sinne der gelebten Transparenz permanent und öffentlich zugänglich ist. Hier liegt der Rest der Kamerun-Sammlung, also rund 70 Stücke, zumeist aus dem Grasland, Masken, Figuren, Schmuck. Die rund 275 Postkarten, darunter auch solche der Kamerun-Kennerin Chris Broad-Geary und Fotografien, brauchen eine andere weitige Lagerung und sind in Teilen in der Sammlung online. Das Museum Riedberg hat seit 2004 eine digitale Datenbank. Ein großer Teil also der Sammlung ist online zugänglich, auch mit Provenienzangaben. Selbstverständlich ist dies Work in Progress. Bevor ich nun einzelne Geschichten dieser Objekte hervorheben möchte und Erwerbskontexte in situ betrachten, den lokalen und globalen Kunstmarkt etwas untersuchen und einige unserer Sammlerinnen und Sammler vorstelle, möchte ich kurz in die Methodik eingehen. Es ist mir ein Anliegen, am Tag der Provenienzforschung nicht nur zu Kolleginnen und Kollegen, die mit der Materie vertraut sind, zu sprechen, sondern besonders auch zu allen anderen. Neben einer genauen Analyse des Objektes selber, also auf restauratorische Eingriffe, Fehlstellen, Schäden, die wichtige Hinweise geben können, prüfen wir die werkbegleitenden Provenienzmerkmale, Etiketten, Nummern. Hier sieht man die Inventarnummer des Museums, eine alte Sammlernummer, einen Kleber des Kunstgewerbemuseums Zürich und links auf dem Foto rechts oben eine Pariser Depotnummer, also des Musée de l'Ethnographie zum Beispiel dorthin.
kam das Werk nach dem Ankauf in Paris. Und neben Literatur und Archivrecherchen ist es wichtig, über Oral History mehr über die Verwendung, Bedeutung und Relevanz des Werkes in die Herkunftsgesellschaft zu erfahren. Also für die Herkunftsgesellschaft zu erfahren, um auch aktuelle Perspektiven mit in die Museumsnarrative einzubeziehen. Wenn wir nun zur Kunst Kameruns forschen und uns die Wissensgeschichte von Kunsterwerbungen anschauen, so möchte ich zwei Zitate gegenüberstellen und die Narrative untersuchen. Während Paul Germann, der 1910 zum plastisch-figürlichen Kunstgewerbe im Grasland von Kamerun promovierte und der erste war, der den Fokus auf den künstlerischen Wert der Objekte in Europa setzte, schrieb, dass die Entdeckung der Kunst Kameruns ähnlich einschlug wie diejenige von Benin und diese auf Expeditionen durch Schutztruppen nach Europa gelangt sind, setzte Lorenz Homberger 2008 im Rahmen der großen, bereits erwähnten Kamerun-Ausstellung am Museum Rietberg den Fokus auf eine breitere Palette von Erwerbsumständen, Ankauf, Tausch, Geschenke sowie Trophäen, das heißt Plünderung in kriegerischen Auseinandersetzungen. Ich möchte damit darauf hinweisen, dass das Thema der durchaus auch problematischen Erwerbskontexte nicht neu ist und dass es auch nicht um ein Insiderwissen handelt. Allerdings fehlte bislang weitgehend die objektbezogene Forschung, um einzelne Fallbeispiele konkret erfassen zu können und daraus Schlüsse zu ziehen. Tauchen wir ein in die Herkunftsfrage dieser ikonischen Maske. Vielfach reproduziert, auf verschiedenen Ausstellungen gezeigt, dennoch gibt es Lücken in der Provenienz, insbesondere zum Erwerbskontext im Herkunftsland. Diese Maske wurde laut Yael Biro in Bamenjo, 10 Kilometer nördlich von Batcham, zwischen Oktober 1912 und Mai 1913 während einer Expedition von deutschen Kolonialbeamten erworben. Sie gelangte daraufhin zum berühmten Ethnographika-Händler Umlauf in Hamburg, der sie zuerst im Völkerkundemuseum Berlin, danach einem amerikanischen Museum in Chicago angeboten hatte. Ersteres hatte das Angebot abgelehnt. Kriegsbedingt konnte der Ankauf nach Amerika nicht abgewickelt werden. So verblieb das Objekt in Deutschland, wurde aus dem Konvolut herausgelöst und kam zu einem Privatsammler, zu einem weiteren Sammler und danach ins Museum Rietberg. Hier sehen Sie einen kurzen Blick auf fotografische Aufnahmen und Ausstellungsansichten mit den verschiedenen Narrativen. Interessant ist vor allem der Übergang vom Umlaufkatalog 1914 zum Einstein-Katalog 1921, also diese Ästhetisierung links davon, die Maske unter verschiedenen Objekten oder unter verschiedenen anderen Masken eher im Sinne einer Ware. Als ich im Juli 2019 Gelegenheit hatte, einige Museen in Kamerun zu besuchen, sah ich auch ähnliche Masken wie die unsrige. In vielen Museen im Kameruner Grasland finden sich solche Masken, sei es rezenteren oder älteren Datums. In einem kollaborativen Provenienzforschungsprojekt wäre es spannend zu untersuchen, was über die Herkunft und Geschichte der einzelnen Objekte tradiert wird und wie sich die Bedeutung der Batcham oder eben auch Cäsar genannten Masken seit der vorkolonialen, kolonialen und auch postkolonialen Zeit bis heute sich verändert hat. Kommen wir zu zwei wunderschönen perlenverzierten Objekten. Königin Joya in Fumban betrieb eine vielfältige Geschenkepolitik, das heißt Kulturdiplomatie, wie wir am Beispiel des Geschenkes an Kaiser Wilhelm II. Bereits gesehen haben, im Rahmen der deutschen Kolonialverwaltung, aber auch im Rahmen des Zusammenlebens mit den Missionaren. In unserer Sammlung haben wir deshalb zwei Werke, die der Königin Joya, den Missionaren der Basler Mission vor Ort, Martin Göring, geschenkt hat. Erworben hat das Museum die zwei Stücke von einem Brüsseler Kunsthändler, der es von den Erben Görings zum Verkauf erhalten hatte. In der Tradition dieser Kulturdiplomatie stehen auch sehr viel spätere Geschenke im Rahmen der Ausstellung von 2008, die Lorenz Homberger am Museum Rietberg veranstaltet hatte, sowie des darauf folgend entstehenden Kooperationsprojektes. Auch diese Objekte sind in die Sammlung integriert worden. Objekte von Forschungs- und Sammelreisen kamen sehr vereinzelt in unsere Sammlung. Ein Beispiel sei hier erwähnt, Elsie Leutzinger, unsere zweite Museumsdirektorin von 1956 bis 1972 war mehrfach in Kamerun, wie sie auch
andere Weltregionen bereiste. Diesen sehr schön geschnitzten Thronhocker mit zwei menschlichen Figuren und einem Leoparden erwarb sie Anfang der 1950er Jahre, noch vor ihrer Zeit als Direktorin. Er kam später dann als Schenkung ans Museum. Und rechts dieser der Elite vorbehaltene Dopstoff der Bamileke erwarb sie auf einer weiteren Reise nach der Unabhängigkeit Kameruns. Ich habe erwähnt, dass die Sammlung des Museum Rietberg auch zahlreiche Fotografien umfasst und Postkarten. Hier sehen Sie vier Fotografien des Palastmuseums von außen und innen und eine Ansicht von Fumban, alle eben von Hans Himmelheber, über den auch meine Kollegin Michaela Oberhofer bereits gesprochen hat. Wenn ich nun von Galerien und Sammlerinnen und Sammlern spreche, so deshalb, weil hier teilweise gutes Quellenmaterial vorliegt und man hier Fragen der künstlerischen Auseinandersetzung mit der außereuropäischen Kunst, des Interesses für Formen und Farben, Technik und Material aufzeigen kann. Man erfährt etwas über den Zeitgeist des Sammelns, das Interesse und den Wert, der den Werken zugeschrieben wurde in ihrer Dekontextualisierung aus ihrer ursprünglichen Verwendung. Dem berühmten Pariser Kunsthändler Charles Raton, dem 2013 im Musée du Quai Branly eine Ausstellung gewidmet wurde, war ein zentraler Player auf dem Kunstmarkt, nicht nur für Afrika, für Amerika auch und auch für die Surrealisten. Er hat den Markt von den 1930er bis in die 1980er Jahre bedient. Das Woher war 2013 auf dieser Ausstellung kein Narrativ, einzig das Wohin, also quasi im Sinne eines Name-Droppings, wer die berühmten Kunden waren. Darunter auch die Gründungssammlung des Museum Rietberg, die Sammlung von Eduard von der Heydt und alle hier diese vier zu sehenden Werke kamen durch die Sammlung von der Heydt ans Museum. Han Koray, der erste Galerist und Förderer der Kunst Afrikas in der Schweiz. Er gab mitten im Ersten Weltkrieg den Dadaisten einen Showroom und förderte sie und stellte auch Kunst Afrikas aus. Auf diesem Weg entdeckte er durch den Pariser Kreis der Dadaisten diese für ihn neue Kunst. Koray erwarb in den 1920er Jahren eine sehr umfangreiche Sammlung. Durch die Weltwirtschaftskrise verschuldete er sich und musste die Sammlung pfänden. Im Völkerkundemuseum der Universität Zürich wurde sie inventarisiert und 1940 verkauft. Nach dem Zweiten Weltkrieg baute er sich eine neue Sammlung auf. Die erste bezog er in Teilen bei Paul Guillaume in Paris, dessen Quellen wiederum vorwiegend die französischen Kolonialbeamten waren. Hierzu hoffen wir im Laufe der nächsten Zeit im Rahmen von Forschungen auch zu französischen Museumsbeständen, also zu Provenienzforschung, wozu es sicherlich auch Austausch gibt, mehr Informationen zu diesem Dreh- und Angelpunkt Paul Guillaume für zahlreiche Sammler und Museen. Hier zwei Gefäße aus seiner Sammlung, die später ans Museum Rietberg gelangten. Und zu einer weiteren Sammlerin, Nell Walden. Wir wissen nicht, wann Nell Walden, eine Künstlerin und Künstlerförderin, die lange Jahre in Berlin gelebt hat, ursprünglich aus Schweden kommt, ihre Sammlung genau aufbaute. Um 1932 war sie aber abgeschlossen, als sie aufgrund der nationalsozialistischen Kulturpolitik in die Schweiz floh, mit ihrer mehrere hunderte Werke umfassenden Sammlung an Ethnographika wie auch moderner europäischer Kunst. Es ist gut möglich, dass sie Dubletten aus dem sehr beliebten Verkauf des Völkerkundemuseums Berlin erwarb, respektive durch die zentralen Händler Arthur Speyer oder auch Umlauf in Hamburg an Werke gelangte. Da sie aber sehr breit sammelte, Ozeanien, Afrika, Amerika, war sie sicherlich auch eine gute Kundin auf dem internationalen Kunstmarkt in den 20er Jahren. Reisen von ihr selbst nach Kamerun sind nicht überliefert. Hier zwei Werke aus ihrer Sammlung und mit dieser Folie möchte ich auch gerne schließen. Die kleine Kamerun-Sammlung des Museums Rietberg ist sehr vielfältig zusammengesetzt, eben über die Selektion des Kunstmarktes, über die Selektion von Privatsammlungen. Sie trägt sehr unterschiedliche Provenienzen und repräsentiert stark die ästhetischen und kulturellen Vorstellungen der individuellen Sammlerpersönlichkeiten.
die kolonialen und postkolonialen Erwerbskontexte, das heißt den Anfang der Objektbiografien, gilt es noch vertieft zu untersuchen. Der Zugang zu Kunsthändlerarchiven ist schwierig, aber gerade für unsere Sammlung absolut auch zentral. Es ist notwendig, sich über eine integrierte Geschichtsschreibung auszutauschen, die sich um die Analyse einer gemeinsamen, geteilten Geschichte bemüht. Wir müssen den aktuellen Diskurs als Chance sehen, uns weiter anzunähern, sei es in Fragen der Sammlungserforschung, der Vermittlung von unterschiedlichen Narrativen und Positionen in Ausstellungen, sei es auch zum Thema der Aushandlung über den Umgang mit den Objekten in Zukunft. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Esther Thieser, für deinen Beitrag. Pour ne pas trop être en retard sur le programme, je passe. Damit wir nicht allzu viel Verzögerung haben, würde ich jetzt gleich das Wort weitergeben an Professor Waffaut. Er ist Professor für Germanistik an der Universität Jiang in Kamerun. Und er befasst sich intensiv mit Europa und Afrika, reist auch oft zwischen den Kontinenten, insbesondere zwischen Deutschland und Kamerun. Sein Vortrag trägt den Titel Provenienzforschung und Kooperation. Das Beispiel des Museums Fünf Kontinente, München und Universität Jiang. Bitte schön, Sie haben das Wort. Ja, herzlichen Dank dafür, dass Sie mir das Wort geben. Ich möchte zunächst einmal dem Riedberg-Museum danken dafür, dass ich an dieser Veranstaltung am Tag der Provenienzforschung teilnehmen darf. Und insbesondere danke ich Frau Lisa. Folgende Botschaft möchte ich heute mit Ihnen teilen. Die Provenienzforschung ist ohne universitäre Zusammenarbeit nicht denkbar. Das ist also das, was im Zentrum meiner Ausführungen steht. Und ich möchte das allgemein begründen und möchte es vor allen Dingen spezifisch noch einmal erörtern am Beispiel des Museums Fünf Kontinente, München und Universität Jiang. Und ich möchte dann abschließend auch etwas sagen zum Thema Provenienzforschung als Handlungsforschung, also zwischen Absenz und Präsenz. Die Provenienzforschung ist ein integraler Bestandteil der wissenschaftlichen Aktivitäten des Museums, grundsätzlich. Aber jedes Museum geht sie in eigenem Tempo und nach eigenen finanziellen Möglichkeiten an. Seit der Erklärung des französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Ouagadougou im Jahr 2017, in der er die Bereitschaft Frankreichs zur vorübergehenden oder dauerhaften Rückgabe afrikanischer Kulturgüter, die durch koloniale Gewalt erworben wurden und sich in französischen Museen befinden, bekräftigte, ist die Provenienzforschung in den Vordergrund der Museumsarbeit gerückt. Gewissheiten über die Herkunft von Objekten wurden seitdem erschüttert und die einzelnen Museen waren gezwungen, die Provenienz der afrikanischen Objekte in ihrem jeweiligen Besitz zu begründen. Es gab einen Warnschuss und das war die Veröffentlichung des Savoir-Saar-Berichts im Jahr 2018, der die uneingeschränkte Rückgabe von Kulturgütern fordert, die durch koloniale Gewalt erworben wurden, wenn die ursprünglichen Völker, die die rechtmäßigen Eigentümer sind, sie einfordern. Macrons Entscheidung
hat vor allen Dingen in Deutschland eine unglaubliche Resonanz gefunden. Und zur Unterstützung der ethnografischen und universitären Museen bei der Klärung der Erwerbungskontexte der in ihrem Besitz befindlichen und im kolonialen Kontext erworbenen Objekte wurde von der Bundesregierung ein Sonderfonds zur Provenienzforschung von im kolonialen Kontext erworbenem Kulturgut eingerichtet. Das kollaborative Provenienzforschungsprojekt, das ich vorstellen werde, entstand in dem oben beschriebenen Kontext, da es vom Deutschen Zentrum Kulturgutverluste gefördert wurde. Und hier sehen wir schon die einzelnen Dimensionen sozusagen, in denen wir Provenienzforschung sehen. Wir haben diese konventionelle Provenienzforschung bisher zu sehen als etwas, was zunächst versucht, die Erwerbungsbedingungen und die Eigentumsverhältnisse zu klären. Die Restitution stand also bisher nicht notwendigerweise im Zentrum. Aber es ist tatsächlich in diesem Zusammenhang ein Faktum zu konstatieren, nämlich es muss akademische Zusammenarbeit in der Provenienzforschung geben. Die Frage der Restitution ist eine, die wir sehen müssen als transnationales Projekt. Das heißt, es geht hier um den Rezeptionskontext, also Europa, aber privilegiert auch um den Kontext der Produktion und das Hinterfragen. Es geht um die Modalitäten der Translokation von Objekten und Kulturgütern zwischen Kolonie und Metropole. Das heißt, wir müssen unterschiedliche Perspektiven ins Zentrum rücken. Es geht also zum einen um das, was wir an Material, wenn man so will, aus Kamerun in deutschen Museen finden. B, um das, was sich in Kamerun findet. Und um die Dialektik, also die Präsenz der Objekte auf beiden Seiten, in den Museen auf beiden Seiten und um den jeweiligen Verweis auf die Herkunft. Ich möchte beispielhaft das, was ich gerade allgemein erläutert habe, schildern anhand des Beispiels der Sammlung von Max von Stetten. Und ich wähle als Titel dieses Abschnitts die Sammlung Max von Stetten zwischen Archivierung und Feldforschung. Im Mittelpunkt des Projekts steht der blaue Reiterposten und die Sammlung von Max von Stetten, Kommandeur der Schutztruppe des Deutschen Reiches von 1893 bis 1896. Das Ziel des Projekts, das sich mit dieser Sammlung befasst, ist es, den Erwerb der Sammlung, die aus der ersten Phase der Übernahme Kameruns durch das Deutsche Reich stammt und sich seit den 1890er Jahren im Museum Fünf Kontinente befindet, so detailliert wie möglich zu erforschen. Der Schwerpunkt liegt auf den Bedingungen und Orten des Erwerbs der über 200 Objekte umfassenden Sammlung. Darüber hinaus wird die gemeinsame Geschichte zwischen Deutschland und Kamerun
am Beispiel der Person Max von Stecken und der von ihm zusammengetragenen Sammlung untersucht. Am Ende des Projekts sollen dann die Möglichkeiten der Restitution und der Zirkulation der gesamten Objekte mit den Mitgliedern der Herkunftsgemeinschaft und vor allen Dingen auf Augenhöhe diskutiert werden. Der Ansatz des Projektes war eine mehrmonatige intensive Zusammenarbeit zwischen der Projektleitung in München und den Forschern in Kamerun, aus der sich eine intensive, langfristige und persönliche Zusammenarbeit mit den Nachfahren der Ursprungsgemeinschaft ergab. Auf der deutschen Seite wäre das selbst bei den Schwerpunktobjekten aufgrund der großen Anzahl und der weiten geografischen Streuung der identifizierten Gemeinschaften gar nicht möglich gewesen. Außerdem ist es besonders bei Forschungen zu einem sensiblen Thema wie der möglichen gewaltsamen Entfernung wichtiger Ritual- oder Kultgegenstände während der Kolonialzeit ein reales Problem. Der Aufbau von Vertrauen war deswegen etwas, was von Anfang an als immens notwendig erachtet wurde, um überhaupt sinnvolle Ergebnisse in einem solchen Projekt erzielen zu können. Und dafür wollte man sich auch ausreichend Zeit nehmen. Ich selbst organisierte und koordinierte die Feldarbeit mit meinen AssistentInnen vor Ort in Kamerun. In Anbetracht der Tatsache, dass Kamerun nach dem Ersten Weltkrieg aus französisch und englisch sprechenden Regionen besteht, die ein Verhältnis haben, das zur Zeit und auch historisch immer wieder durch politische und teilweise auch gewaltsame Konflikte geprägt ist, waren wir davon überzeugt, dass die Realisierung des Projekts auf den Schultern französisch und englisch sprechender WissenschaftlerInnen ruhen sollte. Wir hatten dann ein entsprechendes Team zusammengestellt, um das zu gewährleisten. Wie sieht es aus mit den Ergebnissen, Zwischenergebnissen zumindest unseres Projekts zwischen Absenz- und Präsenz-Provenienzforschung als Aktionsforschung? Als Zwischenergebnisse unseres Kooperationsprojekts können wir Folgendes sagen. Erstens, dank unserer Untersuchungen ist die Herkunftsgemeinschaft nun über das historische Erbe informiert, das ihr genommen wurde und sich im Ausland befindet, also in München präsent ist. Zweitens, das Museum Fünf Kontinente hat seine Kenntnisse über die von ihm aufbewahrten kamerunischen Objekte ergänzt und korrigiert. Hier geht es ja darum, Objekte nicht nur aus der Perspektive der Zielkultur der Öffentlichkeit zu präsentieren, sondern tatsächlich die Geschichte der Objekte so deutlich wie möglich zu vermitteln. Dies ist ein ganz relevanter Aspekt für die Konzeption von Ausstellungsprojekten zur Sammlung. Ein Problem bleibt natürlich. Afrikanische Gesellschaften sind ganz stark mündlich traditionelle Gesellschaften und diese Kulturgüter sind auch Medien, um die eigene Geschichte, um Erinnerungen zu vermitteln, zu übermitteln und zu bewahren. Bei einer Generation in Afrika, die nicht mehr als 80 Jahre alt ist, wurde durch diese materielle Kultur die Geschichte und Identität der Gesellschaft immer wieder bewahrt und gestärkt. Und im Zusammenhang mit unserer Forschung erwähnen die Archivdokumente zwei spirituelle Objekte, die durch koloniale Gewalt und insbesondere während der gut dokumentierten Strafexpeditionen weggenommen wurden. Das ist einmal der blaue Reiterpfosten und dann die Ritualfigur des Bieri. Diese Objekte werden von den ursprünglichen Populationen nur vage erkannt. In manchen Fällen
werden sie auch als Fetische abgestempelt und dann wird eben tatsächlich sich die Brille des ehemaligen Kolonialherren aufgesetzt, um die eigene Kultur zu beurteilen. Die Frage ist, wie wir diese Objekte wieder mit ihrem ursprünglichen Kontext verbinden werden können, wenn sie dann repatriiert sind. Es braucht eine Pädagogik der afrikanischen Renaissance, um diese Objekte wieder in die jeweiligen Gesellschaften zu integrieren. In der Sammlung Max von Stetten finden sich Objekte zum Übergangsritus zum Erwachsensein, zum Beispiel dem Pso bei Mbongbeti von Yaoundé. Diese Riten sind heute praktisch vollständig verschwunden. Und das Gleiche gilt auch für den Bieri bei den Gumba, der bei unserem Besuch von einigen Ältesten wiederentdeckt wurde und plötzlich zur identitätsbildenden Figur oder Identitätsfigur für ein Dorf dieser großen, mittlerweile sehr verstreuten Volksgruppe werden konnte. In diesen Fällen gab es also einen Verlust und damit fehlende Belastbarkeit. Dann gab es Verhandlungen über Restitution, Zirkulation, Wiedergutmachung, die dann als Konsequenz erfolgen kann. Das Museum Fünf Kontinente sollte eine wirksame Dekolonialisierungsaktion gegenüber seinem unmittelbaren Publikum durchführen und gleichzeitig einen reparativen Dialog mit den kamerunischen Herkunftsgemeinschaften zur Anerkennung und Klärung dieses nun gemeinsamen Erbes in seinem Besitz einleiten. Also, die Zusammenarbeit mit afrikanischen WissenschaftlerInnen bei der Provenienzforschung zu Kulturgütern im kolonialen Kontext ist unerlässlich. So lautet mein Fazit. Die traditionelle Provenienzforschung, bei der europäische Forscher am Anfang und am Ende des Prozesses standen, hat die Grenzen aufgezeigt. Die gleichen Narrative werden reproduziert. Das, was die nigerianische Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie die Gefahr der einzelnen Geschichte nennt. Es bleibt festzuhalten, dass dieses neue Engineering der sogenannten Reverse Provenance Forschung auf beiden Seiten ausgewiesene emotionale und interkulturelle Kompetenzen erfordert, da das Gewicht der Asymmetrien in der Zusammenarbeit enorm ist. Es gibt immer eine Partei, die die Forschung finanziert und eine andere, die die Daten sammelt. In jedem Fall haben wir es mit einem Prozess der Co-Konstruktion von gegenwärtigem und vergangenem Wissen des anderen zu tun und der umgekehrte Weg scheint unmöglich. Herzlicher Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Professor Guafo, und herzliche Grüße auch an Ihre Mitarbeiter. Diese drei Beiträge haben sich wirklich, glaube ich, gut ergänzt. Albert Guafo spricht von Umkehrforschung. Bianca und Isabella sprechen von multilokaler Forschung und Esther Tisam spricht von integrierter historischer Forschung. Meine erste Frage jetzt an dich, Albert Guafo. Umkehrforschungen sollen also durchgeführt werden, um es wird auch gesagt, wie asymmetrisch diese Erkenntnisse noch sind und diese Erhebungen von Daten. Wie kann man diese Situation denn verbessern? Denn es handelt sich ja hier vor allem um strukturelle Asymmetrie. Ja, herzlichen Dank für diese Frage, Thomas. Ich würde sagen, dass Provenienzforschung wird ja von der Finanzierung her in eine institutionelle Kette eingegliedert. Und das muss man auch dekolonisieren. Es gibt dort auch Finanzierungsschemata, die aus dem europäischen Zusammenhang kommen und sich jetzt allgemein eingebürgert haben. Die Forschungsumstände im globalen Süden werden auch davon finanziert. Und ich sehe das so.
Ich würde sagen, dass die Finanzierungsinstitutionen auch einen Mechanismus der Symmetrie einführen sollen, wenn wir ein gemeinsames Kennwissen aufbauen wollen, dann müssen wir die Finanzaspekte beiseite lassen. Und wenn die Forschung auch bewertet werden soll, dann muss es mit denselben Parametern geschehen. Es geht ja nicht, dass man sieht, dass wenn der eine sammelt oder forscht, er weniger Geld bekommen hat und dass man das sofort sieht. Was zum Beispiel die DFG oder die Volkswagen Stiftung anbelangt, da ändert sich schon etwas so langsam. Und nur in diesem Zusammenhang, der ja auch verbunden ist, der mit Privilegien verbunden ist, da sind die Erwartungen auch unterschiedlich, denn alles ist in diese Struktur- und Gedankenkette eingebettet. Und in einem solchen kollaborativen Kontext wollten wir etwas ändern, aber wenn die Struktur ausschlaggebend ist, dann ist das sehr schwierig. Aber wenn wir einen Schritt nach vorne machen, dann versuchen wir nicht wieder einen Schritt zurück zu machen. Für mich ist es ausschlaggebend, dass wir einen Wandel erreichen. Das geht natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Vielen Dank für diese Erläuterungen, Albert Guaffo. Es ist nun interessant zu hören, wie das gerade von europäischer Seite her gesehen wird. Isabella und Bianca haben in ihrem Beitrag ja gerade die Bedeutung des kooperativen Aspektes der Provenienzforschung aus einer anderen Warte hervorgehoben. Ich verstand dies als ganz essentiellen Punkt eures Beitrages, indem ihr ja auch fordert, dass die operative Arbeit der Provenienzforschung, der Kooperation viel stärker in den Museumsalltag eingebunden wird. Für mich ist das ein ganz wesentlicher Punkt, wozu sich eben aufdrängt, jetzt auch das etwas genauer auszuführen, wenn das möglich ist. Was ist zu tun, dass dieser heute zentrale Aspekt der Museumsarbeit eben auch nachhaltig auf Seiten der europäischen Museen etabliert wird? Auch über und jenseits der Projektarbeit, wie sie zum Beispiel im Paese-Verbund möglich ist, in dem ihr arbeitet. Wie seht ihr das, Isabella und Bianca? Danke für die Frage. Ich würde mal einfach beginnen, das Wort an mich reißen, wenn du einverstanden bist, Bianca. Ich würde also mehrere Punkte hierzu. Einerseits bietet das Projekt Paese natürlich eine tolle Möglichkeit, aber es ist wie ein erster Schritt in diese kooperative Arbeit, wie wir es uns eigentlich als Idealform vorstellen, einer kooperativen und dann in dem Sinne auch postkoloniale Provenienzforschung. Denn wir sind eben, also die Projektmitarbeitenden sind temporär angestellt. Natürlich, das ganze Projekt hat eine Erlaubzeit von 3 Jahren. Und bei der kooperativen Arbeit ist es ja auch wichtig, zum Beispiel, was Herr Guaffo auch gesagt hat, dieses Vertrauen aufzubauen. Man muss überhaupt erstmal Kontakte herstellen und dann eben das Vertrauen aufzubauen, um eben auch über zum Beispiel gewaltsame Geschichte zu sprechen. All das erfordert Sensibilität und dann gemeinsame Arbeit tatsächlich umzusetzen, das braucht Raum und Ressourcen und Zeit. Und das wäre eben optimaler, wenn das innerhalb der Museen an sich auch stattfindet und nicht nur über die drittmittelfinanzierten Projekte, die dann eben wieder vorbei sind und dann die Beziehungen dann auch wieder abbrechen. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, ist, Kooperation ist ja im Prinzip nichts Neues für ethnologische Museen und das ist jetzt auch nicht erst im Rahmen der Provenienzforschung aufgekommen, das gab es ja schon sehr lange immer wieder Kooperationsprojekte eben dann mit verschiedenen Schwerpunkten.
was natürlich sehr erschreckend ist, wie man sich immer wieder in diesen asymmetrischen Rollen findet, die so stark strukturell verankert sind, dass man da kaum ausbrechen kann, wie das Herr Guafu ja auch erwähnt hat, was ja auch ein Problem mit den Fördermöglichkeiten ist. Aber ja, es ist etwas im Wandel und es bleibt zu hoffen, dass wir einen richtigen und wichtigen Schritt Richtung Dekolonialisierung gehen können. Aber klar, auch die Sammlungen und kolonialen Kontexte werden weiterhin bestehen. Okay, danke. Esther oder Michaela, gibt es andere Fragen, die diesen Faden gleich aufnehmen? Oder soll ich mit einer Frage an dich, Esther, gerade weiterfahren? Also es gab eine Frage, wo es auch um diese finanzielle Asymmetrie oder diese Asymmetrie im Finanziellen und auch in diesen Strukturen und von Seiten der Geldgeber gegeben hat. Aber das haben wir jetzt quasi schon besprochen. Also was mich jetzt infolge deines Beitrages erst noch interessieren würde, Museen sind ja nicht nur Apparate der Forschung, sondern vor allem auch der Vermittlung, der Kommunikation, der Öffentlichkeitsarbeit. Gibt es denn seitens des Riedberg-Museums, also deiner Arbeit jetzt auch, Überlegungen dazu, wie die Ergebnisse der kollaborativen Provenienzforschung, die nun doch schon seit 12, 13 Jahren im Gange sind beim Riedberg-Museum, wie die denn öffentlich gemacht werden können, also wie die zum Beispiel in Ausstellungen gezeigt bzw. in Veranstaltungen thematisiert werden können? Ja, vielen Dank. Ich habe es eingangs bei der Einführung ein bisschen ausgegriffen, dass wir immer wieder, also eben Provenienzforschung ist nicht nur für die Datenbank oder nicht nur zur Klärung von rechtlichen Fragen, sondern soll ja auch ein Bewusstsein fördern für diese Geschichte, für diese Verflechtungsgeschichte, diese Werke eingeschriebenen Geschichten des globalen Kunstmarktes, des Sammelns. Und wir haben verschiedentlich dazu Ausstellungen gemacht oder Gespräche geführt. Und jetzt als ein nächstes Projekt, ja, planen wir eine Ausstellung, die Teile der Sammlungsgeschichte aufgreifen. Also ich glaube, es ist immer wieder wichtig, eben nicht nur für die Datenbank oder nicht nur zu publizieren, sondern eigentlich, weil wir in einem Museum sind, selbstverständlich auch für unser Publikum diese Narrative zu vermitteln und diese in die allgemeine Museumsarbeit zu integrieren. Okay, danke. Welche neuen reingekommenen Fragen oder Anmerkungen wollen wir hier noch einbringen? Also ich kann gerne noch eine Frage von Carlo Sommaruga mit einbringen, der sich gerne gefragt hat, ob es jetzt auf Schweizer, Kameruner oder auch deutscher Seite wirklich auch nationale Strategien gibt, mit diesen Provenienzforschung und dieser Auseinandersetzung mit diesen kolonialen Sammlungen umzugehen. Und wenn ja, wie da der Stand ist. Also das ist, glaube ich, eine Frage sowohl jetzt vielleicht für Albert als auch für Bella und dann Esther aus Perspektive der Schweiz. Wie ist die Frage? Würden Sie nochmal wiederholen, bitte? D'accord. Ich wollte wissen, ob diese Initiativen in der Provenienzforschung jetzt auch in nationale Strategien eingebettet sind mit dedizierten Haushalten. Wenn ja, was ist der Ziel und was ist der Finanzrahmen? Geht es jetzt um Kamerun oder insgesamt? Ja, Kamerun, Deutschland und Frankreich und die Schweiz war die Frage. Aber fangen Sie ruhig gerne mit Kamerun an. Das ist ja das Interessanteste. Also Sie sehen da, was hier draufsteht. Ich bin gerade in einem Seminar gewesen. Das ist etwas verspätet worden. Ich konnte beim Familienfoto nicht dabei sein, weil ich ja hier bei unserem Termin dabei sein wollte. Ja, diese Diskussion steht noch in den Kinderschuhen. Und ich habe mir gesagt, um zu beginnen, diese
Bewegung auch zu teilen, diese kulturelle Bewegung, müssen wir auch Multiplikatoren finden. Und für mich als ehemaligen Museumsmitarbeiter hatte ich die Möglichkeit, dem DAD eine Finanzierung zu beantragen, um ein Seminar zu finanzieren. Ich habe 60 ehemalige Mitarbeiter eingeladen. Das waren Akademiker von privaten Hochschulen, auch aus dem Privatsektor, also auch Unternehmen. Und da hatte ich das Glück, denn normalerweise ist es nicht sehr einfach, die traditionellen Museen zu bewegen, bei dieser Veranstaltung den Batoufam-Chef, den König der Batoufam, anwesend zu haben. Er hat diese Veranstaltung auch mit seinem Glanz noch verstärkt. Und der Unterdirektor des Kulturerbes im Kulturministerium ist auch da und er spricht ein wenig von den Gesprächen im Ministerium zur Rückgabe von Objekten. Und es gibt zwar ein paar Beispiele, Vorkommen zum Beispiel oder Ngongso, Kamerun und Douala und Tangi, da sind die Überlegungen über die Rückgabe, wie die Deutschen sagen, immer noch in den Kinderschuhen. Und wir fangen heute mit der Universität Chuang mit einem Prozess an, der hoffentlich, hoffe ich, nachhaltig sein wird. Denn wir haben noch sehr viele andere Projekte in der Pipeline. Auf institutioneller Ebene gibt es aber noch nichts. Seit 2 Tagen habe ich in der senegalesischen Presseagentur gelesen, dass eine Koordinierung der CDAO eingeführt wird, um die von Kolonialgewalt erstandenen Objekte aus Frankreich zurückzuverlangen. Aber die Unterregion arbeitet an diesem Projekt. Es ist also nur eine Presseerklärung, die ich gelesen habe. Was nun die Finanzierung anbelangt, da wird vor allem die Individualforschung von Kunsthistorikern oder Archäologen finanziert. Es gibt aber noch keine institutionelle Motivation, weil ja das Kulturbudget auch das kleinste bei unseren Ministerien ist. Was nun die Provenienzforschung anbelangt, so weit wie ich weiß, gibt es noch nichts. In Deutschland nun, da kann ich sagen, dass sich viel schon getan hat. Zum Beispiel der Fonds beim Deutschen Zentrum für Kultur, da gehöre ich auch zum wissenschaftlichen Beirat. Und da haben wir alle 6 Monate Projekte, die finanziert werden. Und dann gibt es auch eine Kontaktstelle, die geschaffen wurde, die mit dem Kulturfonds der Länder ausgestattet wird, um die Provenienzforschung zu fördern. Denn für die deutschen Museen ist die Erklärung von Macron überraschend gewesen. Sie haben das nicht genau so erwartet. Vielen Dank, Albert Guafow, für die Ausführungen zu Kamerun und Deutschland. Esther, kannst du etwas zur schweizerischen Strategie sagen und wie es da Abstimmungen gibt? Oder eine nationale Strategie? Gerne. Das Bundesamt für Kultur fördert Provenienzforschung seit 2016, aber vorwiegend zur Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus. Aber
jetzt in der letzten Förderrunde und auch schon in der vorletzte werden auch Projekte zur Sammlungsaufarbeitung, Provenienzforschung gefördert zu kolonialen Kontexten. Also da gibt es eine Handvoll Projekte zu diesem Kontext. Und wir haben, Michaela, ich habe es auch eingangs erwähnt, Michaela Oberhofer und ich zusammen mit 7 weiteren Museen, also von Genf, Neuchâtel, Basel, Bern, St. Gallen, Zürich, eben ein Projekt beantragt zu den Kunstwerken aus dem Königtum Benin. Und da geht es einfach um gemeinsame Forschung und um das Aushandeln dann eventuell später. Also wir nennen das Benin-Initiative Schweiz. Davon ist ein Teil die Provenienzforschung und das andere ist quasi die Aushandlung auch und der Dialog natürlich. Ja. Michaela, du kannst gerne ergänzen zur kooperativen Seite. Also ich hätte noch eine Frage, die auch noch mit reingekommen ist, inwiefern es jetzt auch schon auf afrikanischer Seite eben Forschung gegeben hat, haben wir schon gehört, aber auch eben Forschung zur Provenienzgeschichte oder Sammlungsgeschichte, die sich auch schon in Publikationen von afrikanischen Wissenschaftlern eigentlich niedergeschlagen haben. An mich? Ja. Ich habe gesagt, dass die Provenienzforschung bei uns noch in den Kinderschuhen steckt. Aber ich auf individueller Ebene kann ich sagen, dass ich mit dieser Diskussion schon... Entschuldigung, Albert, das ist eine question d'un francophone. C'est mieux de parler en français. Die Frage kam von einem französischsprachigen. Vielleicht kannst du auf Französisch antworten. Ja, ich habe ja gesagt, dass die Provenienzforschung in Afrika noch in den Kinderschuhen steckt und persönlich bin ich auch in einer fachübergreifenden Zusammenarbeit mit Historikern der Universität Düsseldorf tätig. Ursprünglich wollten wir nur die Beziehung der Umsiedlung zwischen dem Grasland und dem Rheinland feststellen. Wir haben da diesen Titel gefunden, um festzustellen, was ist in der Zeit nach Düsseldorf, Köln aus dem Grasland gekommen. Und wir haben festgestellt, dass da sehr viel passiert ist. Wir haben uns auf Korbecke konzentriert. Der hat seine ganze Karriere als Geograf im Grasland gemacht, durch die deutsche Kolonialgesellschaft. Und er hat seine Doktorarbeit darüber geschrieben, seine Professoralthese und ist dann an der Uni Köln Dozent geworden. Und wir haben festgestellt, dass vieles bei Forschungsreisen getan wurde. Und das waren gar keine Kolonialreisen. Das war einfach jemand, der in die Kolonie gereist ist, um dort die Möglichkeiten festzustellen. Und bei dieser Forschung hat er gesammelt, ich glaube, es sind fast 1300 Objekte. Denn das Museum von Mannheim hatte auch etwas Geld dazu gegeben und die Uni Heidelberg, die sich auch für die anthropologische Forschung interessierte, die hat auch ein bisschen Geld dazu gegeben. Wie Torbeck so viele Objekte sammeln konnte, das wissen wir nicht. Im Grasland, das kennen Sie ja, Sie wissen ja, wie es dort ist, aber es ist ihm gelungen. Und dieses Projekt ist vom Deutschland Postkolonialen, die
www.deutschland-postkolonial.de, da kann man dazu nachfinden. Also wie ich das ausspreche, www.deutschland-postkolonial.de. Und dann kommt man auf die Seite. Die Seite ist dreisprachig, Englisch, Französisch und Deutsch. Und da sind die Ergebnisse unserer dreijährigen Forschung dann dokumentiert. Bon, an der Ordnung ist leider die Recherche des Etudiants. Ansonsten gibt es auch Studien von Studierenden in Archäologie, die dieses Kunsterbe erforschen. Und zwar nicht nur, was die Provenienz anbelangt, sondern auch als Grundlagenforschung, sowie auch Studierenden aus den Kunstakademien. Ich arbeite mit Konservatoren aus Museen zusammen, um zu sehen, wie wir gemeinsam einen neuen Impuls, einen dreieckigen Impuls zwischen den Traditionen, den Museen, den Akademien schaffen können, um diesen Mangel an lokalen Objekten zu erklären oder auch den vollkommenen Verlust. Aber teilweise auch Resilienz, das Objekt war weg, aber es war für die Völker, die es geschaffen haben, so wichtig, dass sie ein Parallelobjekt geschaffen haben. Aber manchmal haben die Missionare ganz einfach auch Objekte gestohlen. Ich habe ja von den Bumba erzählt. Und auch den sogenannten Penisstulpen. Das waren Objekte, die für Rituale benutzt wurden. Also diese Objekte, das waren Stoffe, Textilien und das ist für ein Volk, dem man gesagt hat, die haben nie was erfunden. Wichtig zu wissen, dass es diese Objekte der Vorfahren gab. Und die Funktion ist nicht nur rituell, sondern auch wichtig in der Praxis. Und kann auch Afrikaner verwurzeln, wenn sie entterritorialisiert wurden, wie ich zum Beispiel. Wir haben ja in der Schule gelernt, unsere Vorfahren sind die Gallier. Ja, vielen Dank für diese noch sehr aufschlussreichen Erklärungen.